Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem TTIP-Kongress heute in der Unionsfraktion begrüßen. Ich halte es für sehr erfreulich, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Das zeigt, wie wichtig das Thema ist und wie wir dieses Thema als CDU-Fraktion wichtig nehmen, zusammen mit unseren Kollegen von der CSU. Das zeigt auch, dass die beiden Fraktionsvorsitzenden, Volker Kauder und seine erste Stellvertreterin Gerda Hasselfeld, hier sind. Ich freue mich, dass das der Fall ist. Meine Damen und Herren, ich habe mich ja zeitlebens mit Außenhandel beschäftigt. Ich war selber mal 9 Jahre Präsident des Außenhandelsverbandes gewesen und habe in dieser Phase sehr viel mit Freihandelsabkommen zu tun gehabt. Ich war immer ein Multilateralist. Ich wollte immer, dass wir mehr über die WTO machen, aber in den letzten Jahren ist das sehr zum Stillstand gekommen. Es hat eben nicht mehr so geklappt, dass wir Doha weiterentwickelt haben. Das wäre wahrscheinlich das Allerbeste, aber es sieht nicht danach aus, als käme das schnell zu einem Erfolg. Die Amerikaner haben den Weg etwas anders eingeschlagen und auch das ein oder andere Mal durchaus deutlich gemacht, dass ein Freihandelsabkommen für sie eigentlich schon ausreicht und man es multilateral nicht braucht. Sie haben aber immer, und das muss man fairerweise dazu sagen, sich innerhalb des Doha-Regimes bzw. des WTO-Regimes verhalten. Das ist gut so, denn Freihandel nützt allen. Eigenartigerweise ist es zum ersten Mal bei Freihandelsabkommen, bei TTIP soweit, dass in Deutschland eine nennenswerte Gruppe von Leuten sich aufgemacht hat, gegen ein Freihandelsabkommen zu nicht nur demonstrieren, sondern opponieren etc. Man muss sich mal fragen, warum. Ich habe mich das gefragt. Ich glaube, das ist ein bei uns leider vorhandener, latenter Anti-Amerikanismus und nichts anderes. Denn wenn Sie mal überlegen, dass beispielsweise ein großes Freihandelsabkommen, was wir vor 3 Jahren abgeschlossen haben, im Prinzip überhaupt keine Bewertung weder in der Presse noch bei den NGOs gefunden hat, dann muss man sich schon fragen, warum auf einmal die Situation so umgekehrt ist. Wir haben ja mit Korea vor gut 3 Jahren ein Freihandelsabkommen als EU abgeschlossen. Nebenbei, Deutschland hat insgesamt 174 Freihandelsabkommen, davon rund 20 über die EU abgeschlossen. Die anderen haben wir früher alle alleine geschlossen und fast alle mit einem ISDS-Verfahren versehen. Man hat also bei dem Korea-Abkommen eigentlich nie gehört, dass da irgendeine Protestwelle entstanden sei, dass die Welt untergehen würde etc., was man bei TTIP ja permanent zu hören bekommt. Und wenn ich an dieses Korea-Abkommen denke, dann weiß ich, welche Vorteile das hat. Denn wir haben den Außenhandel mit Korea innerhalb von 3 Jahren um 32% gesteigert. Das ist eine Erfolgsstory. Der Einzige, der nebenbei am Anfang bei dem Korea-Abkommen gewisse Bedenken hatte, lieber Volker Kauder, der war, glaube ich, auch bei dir gewesen, war unser früherer Kollege Wissmann, der für VDA ein bisschen Bedenken hatte, dass zu viele koreanische Autos nach hier verkauft werden. Es ist aber genau umgekehrt. Wir verkaufen erheblich mehr Autos mittlerweile nach Korea als die Koreaner zu uns. Aber dass für ein Land wie Deutschland es selbstverständlich sein muss, offene Grenzen im Handel zu haben, das ist bei den Exportzahlen, die wir haben, ganz sicher so. Die Amerikaner sind nebenbei mit weitem Abstand unser stärkster Partner. Mit über 8,5% geht unser Export nach USA. Und wir haben einen Außenhandelsplus gegenüber den Amerikanern von über 40 Milliarden. Das zeigt, dass wir eigentlich darauf angewiesen sind, dass wir ein vernünftiges Freihandelsabkommen mit den Amerikanern hinbekommen. Und noch viel mehr zeigt es es aus einem vollkommen anderen Grund. Die Amerikaner, und ich begrüße hier den Botschafter Gardner, den amerikanischen Botschafter Gardner bei der EU, der in diesen Verhandlungsteams mit drin ist und genau weiß, bin sehr froh, dass Sie zu uns gekommen sind. Und man kann das trotzdem auf Deutsch machen, denn wir haben einen Amerikaner, der gut Deutsch spricht. Die Amerikaner verhandeln zurzeit ein Abkommen auch mit den ASEAN-Staaten, das heißt TPP. Und natürlich werden auch in diesem Abkommen Standards gesetzt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das schwierig wird, wenn die Amerikaner mit den asiatischen Staaten schon mal Standards haben, dann andere Standards mit Europa zu bekommen. Das heißt, es geht auch ein Stück weit darum, dass wir vorne dran sind.
Deswegen bin ich sehr dankbar, dass die Bundeskanzlerin sich in diesen Bereich so eingeklinkt hat, wie sie es getan hat. Sie hat es ja vor 2 Tagen mutig auch auf dem Verdi-Kongress gemacht, indem sie den Verdi-Leuten gesagt hat, dass wir alle ja ein Stück weit abhängig von Freihandel sind. Denn gut, 30% unserer Arbeitsplätze in Deutschland hängen am Freihandel, am Außenhandel. Das sollten wir ganz deutlich machen und deswegen bin ich auch so froh, dass wir heute diesen Kongress machen, um aufzuzeigen, welche Chancen im freien Handel, im Außenhandel liegen. Und die ganze Angstmacherei herum ist Unsinn. Der Staat wird sicher sein Right to Regulate behalten. Das ist für uns überhaupt keine Frage. Das bleibt so und sollte auch gar nicht anders sein. Und wir haben nie darüber nachgedacht, dort Veränderungen zu machen. Die ganzen Angstmachereien, die da unter anderem auch daher kommen, dass man sagt, das ist alles so intransparent. Ja, meine Damen und Herren, ich sage mal, ich als Unternehmer habe auch nicht vorher mein Verhandlungsziel meinem Verhandlungspartner auf den Tisch gelegt, sondern ich habe das in der Verhandlung mit dem ausgehandelt. Alles, was ausgehandelt ist, ist nachlesbar und sofort greifbar. Ich empfehle das Internet als Medium dazu. Wenn die NGOs das nicht können, sind wir gerne bereit zu helfen. Bei den einen oder anderen habe ich aber das Gefühl, die können das sehr wohl, sie haben nur kein Interesse daran, sich bekehren zu lassen, weil sie dann ja feststellen müssten, dass die Äußerungen, die sie machen, falsch sind. Und genau das wollen wir mit diesem Kongress erreichen, dass es eine Initiative gibt, dass wir ein bisschen mehr Werbung dafür machen, dass wir sagen, welche Chancen darin liegen und nicht immer nur über die Risiken nachdenken. Die Risiken sind beherrschbar, die Risiken sind gering. Und dass es gerade für die Mittelständler wichtig ist, die keine riesige Rechtsabteilung haben können, ist für mich doch selbstverständlich. Und das muss auch der Grund sein, weswegen wir es voranbringen, denn die Mittelständler, die haben bis jetzt nicht die Chance, wie die großen Unternehmen nach USA zu exportieren. Das soll eines der Ziele sein, was wir heute haben. Ich freue mich darüber, dass wir ein sehr gutes Podium hier haben. Ich freue mich darüber, dass das von Frau Samrotzky wieder exzellent moderiert wird. Und ich darf Ihnen kurz unsere Gäste vorstellen. Das ist der Präsident des Industrie- und Handelskammertages, Herr Dr. Schweitzer, der amerikanische Botschafter Gardner, den ich schon erwähnt habe, Herr Schlegelmitsch, Generaldirektion Handel in der EU-Kommission, unser Kollege Jürgen Hart, das ist der neue außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Peter Bayer, der ist der Berichterstatter für die transatlantischen Beziehungen und natürlich der wirtschaftspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Tag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf Sie recht herzlich zu diesem Kongress TTIP hier in unserem Fraktionssitzungssaal begrüßen, den Sie durch ein einziges Zeichen von jedem anderen Fraktionssitzungssaal unterscheiden können, nämlich durch das große Kreuz, das es nur bei uns hier im Deutschen Reichstag gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann Ihnen auch noch eine gute Botschaft schon vorab bringen, bevor wir im Kongress weiterkommen. Trotz der Flüchtlingsdiskussionen kommt die Bundeskanzlerin nachher und wird zum Thema TTIP und zum Thema Wirtschaft mit Ihnen sprechen. Wir haben in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe Wirtschaftsgespräche der CDU-CSU-Bundestagsfraktion aufgelegt, in enger Abstimmung mit unseren Wirtschaftspolitikern an der Spitze Michael Fuchs, dem ich herzlich danke, auch für die Vorbereitung dieses Kongresses zusammen mit unserem Sprecher Achim Pfeiffer. Wir haben für diesen Kongress ein Diskussionspapier in der Gesamtfraktion bereits einmal verabschiedet, das Ihnen heute auch vorliegt und das die wesentlichen Punkte, mit denen wir uns in diese Diskussion hineinbegeben, heute zeichnet. Diese Wirtschaftsgespräche der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sollen auch ein Zeichen dafür sein, dass man in einem Land, wo alle im Augenblick nur davon reden, uns geht's gut und wir sind großartig, ausgeglichener Haushalt, Jugendarbeitslosigkeit, 1,5-2%, alles super, dass man in einem solchen Land aber nicht vergisst,
dass auch wenn es gut geht, die Grundlagen für unseren Wohlstand erst einmal erwirtschaftet werden müssen und dass sie nicht wie selbstverständlich vom Himmel fallen. Und dass man sehen muss, dass die gute wirtschaftliche Situation natürlich durch den Fleiß der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, durch eine kreative Wirtschaft, mittelständisch und auch Großkonzern geprägt und wie ich finde auch durch eine richtige Politik, aber natürlich auch durch Faktoren, und zwar nicht unbedeutend, durch Faktoren, die wir selber gar nicht bestimmen können. Und da ist beispielsweise der niedere Ölpreis, der Konjunktur treibt. Und das sind natürlich die niederen Zinsen, die Investitionen leichter ermöglichen, wenngleich sie an anderer Stelle, will man nur über die Pensionsrückstellungen kurz ansprechen, auch zu Problemen führen. Aber wir sehen, es gibt Faktoren, die Konjunktur treiben, ohne dass man sie selber beeinflussen kann. Und auf diesem Hintergrund, dass wir unseren Wohlstand jeden Tag erst neu verdienen müssen, ist das Thema TTIP ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass dies auch noch viel deutlicher gemacht werden muss. Und lieber Erik Schweizer, auch glaube ich, dass die Wirtschaft an diesem Punkt, wir brauchen ein solches Abkommen in unserem eigenen Interesse, um Wohlstand zu sichern, noch viel stärker formulieren müsste. Und dann, glaube ich, können wir auch Bevölkerung davon besser überzeugen. Wir kommen, einige von uns, gerade von einer großen Veranstaltung in New York, die zu einem ganz anderen Thema, nämlich Religionsfreiheit, stattgefunden hat. Und im Vorfeld dieser Veranstaltung habe ich mich mit einigen amerikanischen Gesprächspartnern getroffen, aus Wirtschaft, aus Banken, Hedgefonds und vielem anderen mehr, die mir erzählt haben, dass sie als Amerika, Vereinigte Staaten, das wird der Botschafter Gardner dann ja nochmal erläutern können, durchaus ein Interesse an dem Freihandelsabkommen haben. Aber sie haben auch gesagt, sie wundern sich, dass sie als Eindruck haben, dass die Europäer und Deutscher nicht ein vergleichbares Interesse an diesem Freihandelsabkommen hätten. Denn die Frage, so die Amerikaner, wem dieses Freihandelsabkommen mehr nützt, Amerika oder Europa, oder wer mehr Interesse an dem Freihandelsabkommen haben könnte, Amerika oder Europa, die sei mal vorsichtig formuliert, noch nicht endgültig entschieden. Und zur gleichen Zeit wird dann darauf hingewiesen, dass man sich jetzt auch stärker den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Asien widmen könnte. Dann werden manche in Deutschland sagen, hurra, hurra, dann sollen die Amis sich doch mal um das beschäftigen und uns in Ruhe lassen. Da kann ich nur sagen, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit wird so sein, wenn die USA zunächst ein anderes Freihandelsabkommen abschließen, dann wird der Spielraum für Entscheidungen in einem Handelsabkommen mit Europa ja nicht größer, sondern eher kleiner. Denn Entscheidungen, die man dort getroffen hat, wird man nicht so ohne weiteres und mit Begründung gegenüber den anderen Partnern wieder umdrehen können. Insofern haben wir ein massives Interesse, dass wir nicht hinterherkommen, sondern dass wir vorangehen jetzt in den Verhandlungen. Und ich hoffe nur, Herr Botschafter, dass wir es noch vor den Präsidentschaftswahlen hinbekommen. Und da finde ich, muss, wie man in Deutschland so schön sagt, ein Zahn zugelegt werden, sowohl bei uns in Europa als auch in den Vereinigten Staaten. Und ich finde, diese Botschaft muss auch von hier ausgehen. Wir wollen als Union nicht zulassen, dass hier eine Aussetzung
oder eine Verlangsamung dieses Abkommens geschieht, weil wir die Sorge haben, was wir jetzt vor den Präsidentschaftswahlen nicht hinbekommen, wird auch ein Jahr nach der Präsidentschaftswahl nicht mehr vorangebracht werden. Und dann verlieren wir 3 bis 4 Jahre und dies wäre ein dramatischer Verlust in Wettbewerbsfähigkeit unserer deutschen Wirtschaft. Und deswegen heißt die Botschaft von hier, wir müssen einen Zahn zulegen, das Ding muss unter Dach und Fach gebracht werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Zurückhaltung in einigen Bereichen überrascht mich deshalb besonders, weil wir ja alle wissen, dass wir auch große Konzerne brauchen, dass aber die Stärke unseres Landes im deutschen Mittelstand und in unseren Familienbetrieben liegt. Natürlich weiß ich als einer, der in seinem Wahlkreis nur Mittelstand hat, dass solange die schwäbische Hausfrau nicht bereit ist, die Präzisionsdrehteile weich zu kochen und auf dem Tisch zu präsentieren, wir sie an den Daimler und den Bosch verkaufen müssen. Und deswegen dankbar für die Großbetriebe sind. Aber trotzdem wissen wir auch, dass sehr viele mittelständische Betriebe Kontakte in die ganze Welt haben und haben müssen, um im Wettbewerb weiter voranzukommen. Und da ist bei aller Verliebtheit in China noch immer der Markt in den USA für uns ein bedeutender, ein wichtiger, vielleicht sogar noch wichtigerer Markt als in China. Und deswegen müssen wir alles daran setzen, mit den Amerikanern hier zu einer guten Vereinbarung zu kommen. Und jetzt kann ich nur sagen, wenn da welche die Sorge haben oder gar die Angst formulieren, wir könnten da bei den Amis unter die Räder kommen, da kann ich nur sagen, ich habe eine ganz andere Hoffnung, dass wir nämlich uns nicht die Standards einfach diktieren lassen müssen, wie es heute schon geschieht. Wenn die FDE durch meinen Wahlkreis kommt und meinen Mittelständler mit ihren chirurgischen Instrumenten sagt, was geht und was nicht geht, da kriegt dieser schwäbische Mittelständler gleich einen Anfall. Und dann sagt die Dame von der FDE, you know, I was an officer in Afghanistan. Dann weiß der genau, was auf ihn zukommt. Und dann sagt sie zu ihm, und wenn Sie unsere Bedingungen nicht erfüllen können, macht nichts. Dann liefern Sie nur nicht mehr. Und da kann ich doch nur sagen, wenn wir miteinander darüber reden, wie Standards aussehen, ist doch das für uns alle eine Chance und bedeutet auch Rechtssicherheit. Und deswegen, lieber Erich Schweizer, bin ich dankbar dafür, dass gerade Sie auch als mittelständischer Familienunternehmer sagen, jawohl, wir brauchen dieses Abkommen auch im Interesse unseres Mittelstandes. Und natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir darüber reden, welche Standards die notwendigen und die sinnvollen sind. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir mit unseren amerikanischen Freunden, kann nur sagen, wir sollten den Begriff gerade in jetziger Zeit immer häufiger sagen, wir haben Partner, das ist Russland, ein schwieriger. Wir haben China, auch kein einfacher. Und wir haben einen Freund, auch nicht immer einfach, aber unter Freunden, das sind die Amerikaner, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und mit denen müssen wir uns darüber unterhalten. Und da kann es natürlich sein, dass wir sagen, okay, ihr dürft euer Chlorhühnchen bringen und wir dürfen unser nicht ganz geklortes Huhn bringen. Und darüber wird man reden und es wird gekennzeichnet werden müssen. Und dann können die Menschen entscheiden, was sie wollen. Also ich kann es manchmal gar nicht verstehen, da wird ständig vom mündigen Bürger gesprochen, aber bei jeder Möglichkeit, die sich bietet, wollen wir ihn entmündigen. Das sollte er mal selber entscheiden, ob er das Hähnchen von
Wiesenhof oder wie die heißen, oder aus den USA zu sich nehmen will. Und ein zentrales Thema, das immer wieder kommt, ist das Thema Schiedsgerichtsvereinbarung. Jetzt muss man zunächst einmal wissen, dass diese Form der Schiedsgerichtsvereinbarung eine urdeutsche Erfindung ist. Wissen ja viele schon gar nicht mehr. Als man die ersten Handelsabkommen abgeschlossen hat, war Ludwig Erhard noch Wirtschaftsminister. Und er hat dann gesagt, das machen wir, aber wenn ich mir die Länder anschaue, mit denen wir da eine Vereinbarung treffen, in Afrika und anderen Bereichen, da traue ich der Justiz in diesem Land überhaupt nicht. Und deswegen müssen wir Deutsche darauf Wert legen, dass wir da Schiedsgerichte haben. Und ich sage es auch ganz konkret. Uns sagen die Amerikaner, wenn wir allein mit Deutschland eine Vereinbarung treffen würden, könnten wir über das Thema Schiedsgerichte, ordentliche Gerichte ja durchaus noch reden. Aber wir machen ja eine Vereinbarung mit Europa. Und wenn dort Länder in Europa uns bestätigen, ich sage jetzt mal keine Namen, die meisten kennen sie, dass bei ihnen die Justiz korrupt sei durch und durch, dann muss ich sagen, wären die Amerikaner ja verrückt, wenn sie nicht sagen würden, da müssen wir ein anderes System entwickeln. Und darüber müssen wir jetzt auch reden. Und im Übrigen kann darin auch eine Chance liegen, wenn ich mir heute anschaue, wie lange Gerichtsverfahren in unserem Land liegen. Wenn da ein Mittelständler eine Forderung durchsetzen will, da kann er über Jahre warten, bis er endgültig ein Urteil bekommt. Wenn wir nur an die verschiedenen Markenprozesse denken, die wir da haben, wie lange das geht. Und da ist es auch eine Chance, im Wettbewerb schneller reagieren zu können. Und im Übrigen kann ich nur sagen, ich kenne eine ganze Reihe von Ländern, mit denen wir gute Wirtschaftsbeziehungen haben. Und wo ich jeden Tag von meinen Mittelständlern die Klage höre, die halten sich an nichts, da wird nachgemacht, da werden Medikamente einfach nachgemacht, Patente hin oder her oder in China und anderswo. Und trotzdem sagen sie, hat es einen Prozess zu führen gar keinen Sinn, denn bis wir den Prozess geführt haben, wer weiß, wo wir da sind. Und da sieht man doch, dass es eine Stärkung ist, wenn wir hier zu einem Verfahren kommen, das auch zu schnellen Lösungen führt. Angst braucht überhaupt niemand haben, denn schon heute ist es so, wer zugeben muss, dass er manipuliert hat, kommt in Amerika mit 18 Milliarden vielleicht unter die Räder. Also kann es nur so sagen, ohne TTIP, ohne alles, geht es mal ganz schnell über Nacht. Insofern kann ich nur sagen, macht die Augen auf für das, was notwendig ist und das wir auch miteinander umsetzen müssen. Wir sind die politische Kraft, die von Anfang an für dieses TTIP-Abkommen geworben hat. Der Wirtschaftsminister hat sich auch entschlossen, für TTIP zu werben. Ob seine politische Gruppierung, das in allen Bereichen hinter ihm steht, werden wir noch sehen. Ich muss Gruppierung sagen, weil bei der SPD-Fraktion könnte ich es sehen, ob aber grün-rot regierte Länder und rot-grün regierte Länder auch noch mitmachen. Aber das ist deren Problem. Eins ist ein klarer Fall. Ein Wirtschaftsminister wird und muss dafür sorgen, dass Wettbewerbsfähigkeit herrscht. Und zwar in der Wirtschaft, nicht unter den Parteien, um das auch mal klar zu sagen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir am Schluss in der Abrechnung hier zu einer Lösung kommen werden. Wenngleich man sagen muss, wir sind einer von mehreren, vielen in Europa. Es muss ja in jedem nationalen Parlament noch ratifiziert werden, die Veranstaltung. Übrigens ein Punkt, wo man sich auch sagen muss, wir sehen nicht nur in der Flüchtlingsfrage, sondern auch in solchen Fragen durchaus Diskussionsbedarf, was wir in Europa ändern müssen. Und ich will es mal ganz allgemein sagen,
In kleinen Dingen ist Europa ganz groß. Wenn es um ein Vogelschutzgebiet in meinem Wahlkreis geht, Durchbruch der jungen Donau, weiß nicht, ob das in Brüssel jeder weiß, wo das ist. Da sind die ganz groß, die Bedingungen festzulegen. Aber wenn es um große Dinge geht, wie jetzt in der Flüchtlingsfrage, dann präsentiert sich Europa auf einmal ganz klein. Und ich finde, Europa hat seine Legitimation auf Dauer nur dann, wenn wir in kleinen Dingen Europa klein, und das können die Nationalstaaten regeln, aber in großen Herausforderungen Europa groß sein muss und stark handeln muss. Nur so wird es eine Zukunft für Europa überhaupt geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt müssen wir aber dieses TTIP noch in den nationalen Parlamenten beschließen. Ich bin sicher, dass wir nicht alle für TTIP gewinnen können. Aber ich bin auch sicher, wenn wir deutlich machen, dass dies vielleicht nicht die einzige, aber doch eine einzigartige Möglichkeit ist, die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten und damit für Stürme, die auf unser Land zukommen und noch zukommen werden, auch für die Zukunft zu rüsten. Die deutsche Wirtschaft muss wachsen, sie muss Erträge haben und dann zahlt sie Steuern und dann können wir unsere Aufgaben leisten. Wer diesen Schritt nicht nachvollziehen kann, der wird TTIP nicht verstehen, aber der wird auch nicht verstehen, warum es uns in Deutschland nur dann gut geht, wenn unsere Wirtschaft läuft und wettbewerbsfähig ist. Herzlichen Dank. Und jetzt darf ich gleich überleiten zu Gerda Hasselfeld, die zwar auch meine Fraktionskollegin ist, die aber allen Unkenrufen und Diskussionen, die im Augenblick gerade laufen, auch unsere Parteifreundin und auch eine persönliche Freundin ist. Gerda, du hast das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch für die CSU-Landesgruppe begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem Kongress. Diese Veranstaltung ist eine gute Ergänzung zu den vielen Diskussionen, die zu diesem Thema in unseren Wahlkreisen stattfindet. Für uns ist eindeutig klar, wir wollen zügige Verhandlungen und wir wollen einen erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlungen zum Freihandelsabkommen mit den USA. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa, der drittgrößte Exporteur weltweit. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Export ab. Und das alles zeigt, dass wohl kein anderes Land von diesem Freihandelsabkommen so stark profitiert wie gerade Deutschland. Und gelegentlich wird da der Eindruck erweckt, als würde das nur die Großindustrie betreffen. Sowohl Michael Fuchs als auch Volker Kauder haben ja vorhin schon darauf hingewiesen, dem ist nicht so. Fast 60% der kleinen und mittelständischen Unternehmen sind heute im Export tätig in Deutschland. Und sie können nicht so schnell einfach die Produktionsstätten nach Übersee verlegen. Und sie können sich auch nicht so schnell auf immer wieder geänderte Standards und Normen und Vorschriften einlassen. Und wir alle wissen, dass gerade diese mittelständischen Unternehmen bei aller Wertschätzung der Großen aber doch zur Stabilität unserer Wirtschaft und unserer wirtschaftlichen Tätigkeit in unserem Land beitragen. Und das alles macht deutlich, wir haben mit diesem Freihandelsabkommen die große Chance, einen großen Wirtschaftsraum zu gestalten. Und es ist nicht nur wünschenswert, sondern es ist meine feste Überzeugung nach die Grundvoraussetzung dafür, dass sich auch künftig Wachstum,
Beschäftigung, Wohlstand in unserem Land auch künftig mehren werden, meine Damen und Herren. Und deshalb geht es darum, diese Chance auch zu nutzen, so wie es im Motto dieser Veranstaltung zum Ausdruck kommt. Wir wissen allerdings schon, das lesen wir nicht nur in den Zeitungen, sondern erfahren es auch in den Diskussionen in unseren Wahlkreisen, dass so manche Leute schon Sorgen haben. Und die Sorgen sind in den vergangenen Monaten durch so manche Kampagne noch verstärkt worden. Bei manchen sind sie sogar erst durch die Kampagnen aufgetreten. Trotzdem nehmen wir diese Sorgen ernst. Und deshalb gilt es neben der Nutzung der Chancen auch unsere Interessen zu wahren. Bei diesen Verhandlungen auch deutlich zu machen, was geht und was geht nicht. Worauf müssen wir in besonderer Weise achten? Das tun wir im Bereich der Lebensmittelsicherheit, im Bereich der Standards, im Gesundheitswesen, im Verbraucherschutz, aber auch im Schutz der kulturellen Vielfalt, auch im Investitionsschutz und nicht zuletzt aber auch im Schutz der kommunalen und öffentlichen Daseinsvorsorge. Und so manche dieser Sorgen hingen auch ein bisschen damit zusammen, dass fehlende Transparenz unterstellt wurde. Michael Fuchs hat vorhin darauf hingewiesen, es ist letztlich im Wesen der Verhandlungen, dass Verhandlungen nicht gerade am offenen Markt ausgetragen werden. Aber selbst wenn da am Anfang mal ein Stück weit zu viel Intransparenz beklagt wurde, dem ist die neue Handelskommissarin Frau Malmström mit ihrer Transparenzinitiative entgegengetreten. Sie hat in den letzten Tagen auch einen Vorschlag vorgelegt zu manchen umstrittenen Fragen, beispielsweise auch zum Schiedsgericht. Der Vorschlag liegt auf dem Tisch, die privaten Schiedsgerichte zu ersetzen durch andere unabhängige Gerichtshöfe. Das macht deutlich, dass die Sorgen ernst genommen werden, dass die Einwände auch ernst genommen werden und dass die EU-Kommission auch an konkreten Lösungen in Bezug auf diese Einwände arbeitet. Anders als so manche in der Opposition, die sich das Leben leicht machen und nur kritisieren und letztlich nicht im Ziel haben, ein Abkommen zu schließen, das die Chancen beinhaltet, aber auch die eigenen Interessen wahrt, sondern die Zielsetzung dieser im Bereich der Opposition ist eine ganz andere, nämlich das Abkommen insgesamt zu verhindern. Meine Damen und Herren, wir wissen auch, wir spüren das ja alltäglich, dass die Globalisierung zunimmt und dass deshalb die Frage natürlich berechtigt ist, was ist unsere Antwort auf die zunehmende Globalisierung? Für mich gilt eindeutig, die Antwort kann auf jeden Fall nicht sein Abschottung oder gar Rückzug, sondern die Antwort kann nur sein, erstens, Europa muss mit einer gemeinsamen Stimme sprechen, nur dann werden wir ernst genommen als Partner weltweit. Und zum Zweiten, die Antwort muss auch lauten Kooperation. Und zwar Kooperation mit den Partnern, die unsere Werte, unsere Wertorientierung teilen. Und wir haben mit diesem Abkommen nicht nur die historische Chance, einen großen Wirtschaftsraum zu gestalten und damit die Grundlagen für Wachstum und Beschäftigung auch künftig zu legen, sondern wir haben mit diesem Freihandelsabkommen auch die große Chance, gemeinsame Normen und Standards zu erarbeiten und uns darauf zu einigen. Normen und Standards, an die sich auch andere dann zu richten haben. Und das, meine Damen und Herren, ist eine riesengroße Chance. Es geht bei diesem Freihandelsabkommen letztlich auch um die Frage, ob es gelingt,
dass die westlichen Demokratien den Ton angeben für eine gute, eine nachhaltige Entwicklung auf unserem Kontinent. Und mit diesem Abkommen haben wir nun die einmalige Chance, dies alles gemeinsam zu gestalten. Das Motto der heutigen Veranstaltung macht es deutlich, nämlich erstens die Chancen zu nutzen, zweitens die eigenen Interessen dabei einzubringen, sie zu wahren und sie aktiv einzubringen und dabei letztlich die Zukunft für uns alle zu gestalten. Ich wünsche uns interessante Diskussionen, Ihnen interessante Begegnungen und einen guten Verlauf der Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank, Gerda Hasselfeld, und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch von mir. Ich bin Tanja Samrotzki, Journalistin, und darf Sie durch diese hoffentlich spannende Diskussion begleiten. Meine Damen und Herren, Ihr Interesse übertrifft die Erwartungen. Das findet der Veranstalter toll, ich auch. Die stehen, finden das vielleicht nicht so schön. Und ich möchte Sie einladen, wenn Sie mögen, könnten Sie im Vorraum, im Presseraum der Veranstaltung auch sitzend folgen. Da wird sie übertragen. Gut. Frau Hasselfeld, Herr Kauder und Herr Fuchs haben uns einige Impulse gegeben, die wir jetzt in dieser Runde vertiefen und aufgreifen wollen. Eine Runde, die verschiedene Blickwinkel auf TTIP vereint. Eine Runde aber auch, das sehen Sie mit Blick auf die Teilnehmerliste, die natürlich getragen ist von einer Grundsympathie für dieses sehr große Projekt. Ich möchte Ihnen das Quintett der Diskussion kurz vorstellen. Dass Anthony Luzzatto Gardner US-Botschafter bei der EU ist, ist ein sehr schlüssiger Posten gleich aus zweierlei Gründen. Zum einen hat er eine persönliche Disposition. Seine Mutter ist Venezianerin, er ist also halb Amerikaner und halb Europäer, und da setzt er beruflich jetzt nur fort, was im Privaten begonnen hat. Und darüber hinaus hat Ambassador Gardner über 20 Jahre lang in ganz unterschiedlichen Funktionen dazu beigetragen, die transatlantischen Beziehungen zu stärken. Er hat zu Beginn der Amtszeit Clinton mitgewirkt an einer neuen transatlantischen Agenda. Und er profitiert beim Brückenbauen über den Atlantik auch von seinen Managementerfahrungen in der Privatwirtschaft. Seine hervorragenden Deutschkenntnisse, über die Sie gleich staunen können, meine Damen und Herren, hat Ambassador Gardner kurz nach der Einheit bei der Treuhandanstalt in Berlin trainiert. Vermutlich auch im ein oder anderen Gespräch mit Rupert Schlegelmilch. Nun ist es so, dass Herr Gardner lieber über Tennis spricht und Herr Schlegelmilch lieber über Basketball, aber Sie können ja immer auf TTIP ausweichen, dankenswerterweise. Rupert Schlegelmilch hat seine Liebe zum Basketball in New Jersey entdeckt. In der 5. Klasse schon hatte er das Glück, ein Auslandsjahr dort verbringen zu dürfen. Er kann als Direktor in der Generaldirektion Handel der EU-Kommission zurückgreifen auf jahrelange Erfahrung als Handlungsreisender in Sachen Welthandel. Nach einigen Jahren im Auswärtigen Amt war Rupert Schlegelmilch EU-Verhandlungsführer für die OECD und die WTO-Verträge. Er war verantwortlich für die Handelsbeziehungen mit China, Nord- und Südamerika, Südasien, Korea und den ASEAN-Staaten, für die GUS-Staaten, den Balkan und die EFTA, to make it short. Es geht schneller aufzuführen, für welche Abkommen Rupert Schlegelmilch nicht zuständig war. Erik Schweizer, neben Herrn Gardner, ist in Malaysia geboren und hat mit Mitte 20 ein Dreivierteljahr in den USA verbracht, in Texas, das zählt doppelt. Er hat dort ein Trainee-Programm absolviert und von dort mitgenommen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das tut er auch als Vorstandsvorsitzender der Alba Group, die in Europa, Asien und den USA aktiv ist. Bei Personalengpässen bei Alba könnte Erik Schweizer übrigens auch selbst einspringen. Als junger Mann hat er sich Geld hinzuverdient, indem er Müllwagen gefahren ist. Das finde ich eine bemerkenswerte Qualifikation für den Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Peter Bayer. Wurde das Interesse für transatlantische Investitionen quasi in die Wiege gelegt. Schon als Schüler durfte er seinen Vater häufig in die USA begleiten. Der Vater war Patentanwalt. Besonders die Aufenthalte an der Westküste hat Peter Bayer sehr genossen.
Als Jurist und Master of Laws hat er in internationalen Kanzleien in Deutschland und den USA gearbeitet. Seit 6 Jahren ist er Mitglied des Deutschen Bundestages und froh, dass er auch in diesem Hohen Hause seine Leidenschaft für die USA pflegen kann als Berichterstatter der Union für die transatlantischen Beziehungen. Letzte Woche ist ihm das besonders gut gelungen. Da war er zusammen mit Volker Kauder und anderen Parlamentariern bei den Vereinten Nationen in New York. Und offenbar ist Peter Bayer sehr belastbar. Er kam Samstag aus New York zurück und ist dann aber gleich noch zum Oktoberfest gefahren. Das sieht man ihn gar nicht an. Ja, gleichzeitig mit Peter Bayer zog mein Nachbar Jürgen Hart in den Bundestag. Er koordiniert die transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt und er ist seit dem viel zu frühen Tod von Philipp Missfelder außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Jürgen Hart hat zwar keine transatlantische, aber eine maritime Vergangenheit. Er war Marineoffizier, technischer Taucher und Mitglied des deutschen WM-Teams bei den Segelweltmeisterschaften 1990. Ja, ja. 30 Kilo leichter, sagt er gerade. Genau, inzwischen gilt seine Leidenschaft nämlich dem Kochen und Jürgen Hart achtet beim Lebensmitteleinkauf sehr auf Qualität und Herkunft. Das heißt, er hat auch ganz persönlich ein Interesse an guten Lebensmittelstandards und darauf kommen wir ja vielleicht später noch zu sprechen, Herr Hart. Meine Herren, wir begeben uns jetzt hinein ins argumentative Gestöber rund um das größte Freihandelsabkommen der Welt. Wir wollen vor allem auf die Chancen schauen, die TTIP Europa und den USA bietet. Aus europäischer Sicht haben wir dazu schon einiges gehört. Frau Hasselfeld hat gerade noch mal wesentliche Gesichtspunkte genannt, aber it takes two to tango und deshalb wird uns nun zunächst Ambassador Gardner die amerikanische Sicht skizzieren. Wir sind gespannt, Mr. Ambassador. Vielen Dank für diese nette Einführung. Es freut mich immer, in Berlin zu sein mit Deutschen im Herz Europas, wo ich als Praktikant in der Treuhandstadt gearbeitet habe. Ich bin halb Italiener, ich spreche mit den Händen, ich bitte um Ihr Verständnis dafür. Wir begrüßen und schätzen sehr die Unterstützung der deutschen Bundesregierung, einschließlich der Kanzlerin Merkel und der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag für TTIP. Wir waren, ehrlich gesagt, verblüfft über das Ausmaß des öffentlichen Gegenwindes zu TTIP in Deutschland. Deutschland, Europas Exportmotor, sollte von allen 28. Mitgliedstaaten in Europa am begeistertsten sein, weil es so voraussichtlich stark profitieren würde, besonders durch den Export von hochentwickelten Industriegütern. Zusammen müssen wir die Öffentlichkeit daran erinnern, welche Bedeutung freier Handel und Exporte haben. Abgeordnete Hasselfeld hat schon einige wichtige Statistiken genannt. Deutschland ist der 5. Handelspartner der USA und der wichtigste bilaterale Handelspartner in Europa. Mehr als 3.000 deutsche Unternehmen, viele davon klein und mittelständisch, haben im US-amerikanischen Markt insgesamt über 200 Milliarden Dollar investiert. In Deutschland gibt es mehr exportabhängige Arbeitsplätze als in jedem anderen EU-Mitgliedstaat. 7,1 Millionen. Einige glauben, dass TTIP eine aktive Entscheidung sei, Europa einer verschärften Globalisierung auszusetzen. Aber Globalisierung ist eine Tatsache. Wir können nicht von ihr wegrennen. Entweder versuchen wir, sie zu formen, oder wir werden von ihr geformt werden. Dieses Thema steht im Titel dieses heutigen Fraktionskongresses. Wir müssen die Zukunft gestalten. Wenn wir das nicht schaffen, werden andere Länder, die nicht unsere Werte teilen, und deren Gewicht im internationalen Handelssystem rapide wächst, die Agenda bestimmen. Wir müssen zusammen Entscheidungen treffen, entweder beim internationalen Handel eine Führungsrolle übernehmen oder an den Rand gedrängt werden. Es gibt keine andere Option. Für mich ist das der entscheidendste Punkt, das wichtigste Punkt. TTIP ist nicht nur ein wirtschaftliches Thema, es ist ein politisches Thema. Bei meinen häufigen Reden zu TTIP in Europa fällt mir immer wieder auf, dass manche Menschen
Angst zu haben scheinen, dass Europa im internationalen Handel nicht wettbewerbsfähig sei. Was ich dann versuche zu erklären ist, dass Europa bereits mit den USA im Wettbewerb steht und gegenüber den USA wettbewerbsfähig ist. Die Handelsstatistiken zeigen dies. Können wir ein ehrgeiziges Abkommen hinbekommen? Ja, natürlich, das können wir. Aber es werden sich die nationalen politischen Entscheidungsträger und Wirtschaftslenker dafür vehement einsetzen müssen und nicht nur ab und zu Stellungnahmen herausgeben. Es ist kein Geheimnis, dass wir schnelle Fortschritte erzielen müssen, wenn wir ein Abkommen vor dem Ende von Präsident Obamas Amtszeit hinbekommen möchten. Ich bin optimistisch. Die Amerikaner sind eine optimistische Leute. Auf beiden Seiten des Atlantiks gibt es bedeutende politische Unterstützung für ein ambitioniertes Abkommen. Auf dem G7-Gipfel in Deutschland im vergangenen Juli haben die Regierungschefs in der EU und den USA gefordert, die Arbeit in allen Bereichen der TTIP-Verhandlungen ohne Bedingungen voranzutreiben. Nur kurz danach hat der Kongress die Trade Promotion Authority verabschiedet mit deutlicher überparteilicher Unterstützung. Ein klares Signal zugunsten der ehrgeizigen Handelsagenda der Administration einschließlich TTIP. Darüber hinaus hat sich das Europäische Parlament im Juli von der 10. Verhandlungsrunde auf eine Position geeinigt, die die bedeutenden wirtschaftlichen und politischen Aussichten von TTIP unterstreicht. Wie Sie wissen, hat die Europäische Kommission vergangene Woche einen ersten Entwurf für ein Investitionskapitel in ihren Handelsabkommen angekündigt. Wir begrüßen die fortlaufenden internen Konsultationen der EU zu diesem Thema. Und wir freuen uns darauf, den Vorschlag der Kommission zu erhalten, damit wir bei den Verhandlungen zu einer Diskussion über Investitionen zurückkehren können. Wir machen Fortschritt beim Thema Marktzugang. Bei der 10. Verhandlungsrunde im Juli haben beide Seiten den wichtigen Schritt getan, die zweiten Marktzugangsangebote für den Dienstleistungsbereich vorzulegen. Dies ist ein sehr bedeutender Teil der Verhandlungen, weil Dienstleistungen für einen Großteil der Wirtschaftsleistungen in den USA und der Europäischen Union verantwortlich sind. Wir sehen beide auch den jeweils zweiten Angeboten im Bereich Zölle entgegen. Eine Einigung bei Zöllen wäre ein Erfolg, obwohl Zölle auf beiden Seiten des Atlantiks im Allgemeinen sehr, sehr niedrig sind, gibt es dennoch in einigen Bereichen hohe Zölle, die bedeutende Handelsbarrieren darstellen. Und auch dort, wo Zölle niedrig sind, können sie in vielen Sektoren mit niedrigen Gewinnspannen Hindernisse darstellen. Zum Schluss möchte ich eine letzte Bemerkung machen. Ich verstehe, dass der derzeitige Stand der öffentlichen Unterstützung für TTIP in Deutschland einen Vertrauensverlust in die USA aufgrund von Datenschutzbedenken widerspiegelt. Aber die Öffentlichkeit sollte bedenken, dass erstens Handelsliberalisierung in Deutschlands eigenem Interesse ist. Zweitens haben die USA in den letzten 18 Monaten wichtige Schritte unternommen in Antwort auf die europäischen und amerikanischen Bedenken beim Datenschutz und der Arbeit von Geheimdiensten. Wir können darüber reden, wenn Sie wollen. Seit Beginn meiner Amtszeit habe ich über dieses Thema ernsthaft und intensiv gearbeitet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Gardner. Herr Schlegelmilch, es klingt immer durch. Bei Frau Hasselfeld finde ich sehr stark, bei Herrn Gardner auch. Es ist eigentlich kein Kann, es ist ein Muss. Oft ist von geopolitischer Weichenstellung die Rede. Das sind ganz große rhetorische Kaliber. Was macht TTIP für Europa denn so bedeutsam? Ja, schönen Dank. Und ich möchte mich auch bei der CDU-CSU-Fraktion für die Einladung bedanken, dass wir von Kommissionsseite auch darlegen können, wie wir die Dinge hier sehen. In der Tat kam eben ja in den einführenden Beiträgen schon die Frage nach Regulierung, wie läuft das heutzutage weltweit hoch.
Sie müssen sehen, die Globalisierung ist natürlich schon viel weiter fortgeschritten als die Regeln, die wir versuchen, in Handelsabkommen da aufzustellen. Das geht einfach immer weiter und zwar auch sehr schnell. Und wir sehen natürlich, Korea ist ein Beispiel, wie Regulierung letztendlich auch den Mehrwert, gute Regulierung eines Handelsabkommens ausmacht. Korea ist nämlich nicht daran, oder die Ausfuhr deutscher oder europäischer Produkte nach Europa ist in der Regel nicht an den Zöllen gescheitert, sondern gerade im Automobilbereich gab es da eine Zertifizierungsart und Weise über CO2-Ausstoß und Sicherheit und so weiter, die es unmöglich machte, nach Korea zu exportieren. Und deswegen, das war ein Regulierungsproblem und das haben wir punktuell gelöst. Gleiches gilt für TTIP, aber natürlich viel, viel anspruchsvoller. Regulierung wird oder ist das, was heutzutage auch die Erschließung von Märkten fast unmöglich machen kann. Und die Regulierungsdebatte ist ja nicht nur eine Bedrohung, so wie sie oft dargestellt werden, sondern ich glaube, es wäre wirklich gut, wenn man den Mehrwert auch von gemeinsamer Regulierung herbei oder auch besser deutlich machen kann von TTIP. Wenn Sie heute ein Problem mit Spielzeug haben, was mit Giftstoffen verunreinigt ist, das Erste, was wir machen, ist, wir reden auch mit den Amerikanern darüber, wie sie die Exporte aus Asien behandeln. Wenn Sie heute über Umwelt und andere Standards reden wollen, die ja auch Teil unserer Abkommen sind, dann können Sie nur mit den Amerikanern Regeln vereinbaren, dass Umweltstandards nicht abgesenkt werden sollen, um Investitionen anzuziehen oder Handeln zu erleichtern. Ich habe das auch schon versucht mit anderen Partnern in der Welt. Das ist extrem schwierig. Und dort können wir auch Normen setzen, die weltweit den Standard setzen und auch positive Regulierung darstellen. Herr Schlegelmich, Sie waren jetzt schon in den technischen Details. Ich möchte noch gerne ein bisschen fahren, vielleicht auch damit Sie eine Ahnung haben, welche Kapitel wir hier so öffnen. Ich würde zunächst gerne noch ein bisschen fahren bei der politischen Bedeutung, die dieses Abkommen hat, bevor wir dann über diese Details sprechen, über die Sorgen, von denen ja auch Frau Hasselfeld sprach, die Stolpersteine, ISDS und anderes und dann eigentlich erst am Schluss auf wirtschaftliche Details kommen, also heute mal das Pferd von hinten aufzäumen und mit dem ganz großen Anfang, Herr Bayer, was bedeutet TTIP politisch für Deutschland? Ja, Frau Samrotzka, herzlichen Dank. Volker Kaudern, Gerda Hasselfeld, Michael Fuchs haben das in ihren Eingangsstatements ja auch schon versucht deutlich zu machen, dass TTIP eine sehr wichtige Thematik ist, das wichtigste transatlantische Projekt, auch gerade aus deutscher Sicht. Das hat verschiedene Ebenen und Komponenten, die ja eine Rolle spielen. Das eine ist natürlich, dass Deutschland ein sehr stark exportorientiertes Land ist und deswegen muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das geht übrigens bis in die Sozialwirtschaft rein. Es sind ja jetzt nicht nur immer die Industrieunternehmen, um die es hier geht, sondern bis in die Sozialwirtschaft hinein, dass hier jeder vierte Arbeitsplatz nun mal in Deutschland am Export hängt. Das ist noch schon mal ein nicht zu unterschätzender Punkt, den man auch nicht wegdiskutieren kann. Das ist halt eins. Man kann natürlich auch sagen, warum machen wir das Ganze überhaupt, diese Veranstaltung, wo es doch eine auch schon vorher sehr eng verzahnte transatlantische wirtschaftliche Verzahnung gegeben hat. Und es schien ja gut funktioniert zu haben. Aber der Schlegelmich hat es ja gerade mal herausgestellt, Marktzugang, Abbau von Barrieren, ich spreche immer von virtuellen Mauern, die irgendwo mitten im Atlantik stehen, die es jetzt einzureißen gilt, eben weil auch die Chancen, und so ja auch der Titel dieser Veranstaltung heute, weil die Chancen ergriffen werden sollen, die kleinen mittelständischen Unternehmen, die eben nicht die Zeit, das Geld, das Personal haben, häufig an dem transatlantischen Markt, an dem nordamerikanischen Markt zu partizipieren, die sollen diese Chancen haben. Und die kleinen mittelständischen Unternehmen sind nun mal das Rückgrat hier in Deutschland und dafür wollen wir ja eine gute Politik machen. Und ich glaube auch deswegen ist es richtig, sich hierfür stark zu machen und deswegen wollen wir ja auch heute ein Signal setzen, dass wir uns ganz klar Ja zu TTIP aussprechen. Das vielleicht einmal vorab geschickt. Noch eine Bemerkung dazu, um die transatlantischen Beziehungen steht, ist derzeit vielleicht nicht ganz so gut. Es hat verschiedene Aspekte, Datenschutz, Snowden, NSA, andere Dinge vielleicht. Aber Volker Kauder hat es vorhin mal ausgedruckt, ganz klar bezeichnet, die transatlantischen Freunde, die wir haben auf der anderen Seite des Atlantiks, das sind unsere engsten Verbündeten weltweit außerhalb Europa, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern eben auch dann, wenn es um politische, geopolitische und strategische Dinge geht. Und wenn nicht wir miteinander das Baby jetzt gewuppt bekommen, zur Welt geboren bekommen, wer soll es denn dann machen? Es geht, oder anders ausgedrückt,
einige dieser Schwierigkeiten, wie jetzt in Deutschland, teilweise ein bisschen in Österreich, die Schwierigkeiten, die jetzt eben bei dem Verhandlungsprozess sich herauskristallisieren, haben, auch so paradox es sich anhört, vielleicht gerade mit dieser sehr engen transatlantischen Freundschaft zu tun. Weil wir wollen es ganz besonders gut machen. Es sollen höchste Standards auf höchster Ebene festgeschrieben werden, damit sich andere daran orientieren können. Ich will nicht sagen, danach orientieren müssen, sondern sie können sich daran orientieren. Und eben weil man sich so viel Mühe gibt, sehr hohe Standards für die Zukunft des weltweiten Handels festzuzurren, dauert das vielleicht auch ein bisschen länger, als wir uns das alle am Anfang vorgestellt haben. Wenn wir das auf mittelprächtigem Niveau einpendeln lassen würden, ginge das schneller, aber das ist nicht das Ziel. Danke, Herr Bayer. Herr Schweizer, der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, Matthias Wissmann, hat, finde ich, im Zusammenhang mit TTIP ein schönes Bild aus dem Fußball bemüht. Er hat gesagt, wer am Spielfeld ransteht, kann keinen Pokal gewinnen und deshalb dürfe sich Europa selbst nicht ins Abseits stellen. Ich wüsste gerne, gerade von Ihnen als Vertreter der Wirtschaft, ob das Abkommen in Ihren Augen für Industrie und Handel eine Bedeutung hat, die über das Wirtschaftliche hinausgeht. Aber zunächst mal, ich bin ja selber Fußballfan, wobei ich es mit dem am Rand stehen und Pokalgewinn als Hertha-Fan nicht ganz so nachvollziehen kann, weil wir in die Situation, Pokale zu gewinnen, noch nicht so oft gekommen sind. Aber genau, deswegen auch Herr Schäge mich als großer Basketball-Fan, große Sympathie. Die Bedeutung für die Wirtschaft, und ich will, wenn Sie erlauben, auch vielleicht nachher besondere Bedeutung für den Mittelstand eingehen, weil ich glaube, bei vielen ist im Kopf, TTIP soll ein Vorteil sein für die Großunternehmen wie Daimler, Porsche, Volkswagen und wie sie heißen. Das ist übrigens, selbst wenn das so wäre, ist das nicht negativ, hat aber keine Auswirkungen für den Mittelstand. Ich will es vielleicht insgesamt ein Stück weit einordnen, auch warum TTIP und ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA aus Sicht der Wirtschaft und auch des Mittelstands unglaublich wichtig ist. Erstens, das Welthandelsvolumen im ersten Halbjahr diesen Jahres ist geschrumpft. Das ist das erste Mal seit 2001, dass wir einen Rückgang des Welthandelsvolumens haben. Das ist kein gutes Zeichen. Zweitens, die USA sind inzwischen unser Exportpartner Nummer 1 in diesem Halbjahr vor Frankreich. Frankreich war es lange Zeit. Wir werden in diesem Jahr exportieren in die USA für über 100 Milliarden Dollar. Drittens, wir haben in Deutschland, und das ist ja das Besondere unserer Wirtschaftsstruktur, wir haben in Deutschland 1200 Hidden Champions, das heißt Weltmarktführer, insbesondere im mittelständischen Bereich. Die kommen fast ausschließlich aus dem mittelständischen Bereich. Da gibt es ein paar, die Großen, die you name it, die sie alle kennen. Übrigens, das Land an zweiter Stelle in der Welt hat 300. Das sind übrigens die USA. Das heißt, gerade für die exportaktiven Unternehmen, und wir machen ja regelmäßig Umfragen über die Industrie- und Handelskammern, wie steht ihr dazu? Und da treffen wesentlich die Mittelständler in der Masse Antworten. Da sagen 60% der auslandsaktiven Unternehmen, es ist für sie unglaublich wichtig, dass ein Freihandelsabkommen kommt. Viele dieser Unternehmen exportieren zurzeit nicht in die USA, weil sie sagen, die doppelten Zertifizierungen, die nicht einheitlichen Standardisierung, kosten sie mehr als die 3% Zölle. Das heißt, sie machen es, ist ja der Zoll ist ja relativ gering, das heißt, sie tun es nicht. Ich will Ihnen es an zwei Beispielen verdeutlichen. Das erste ist, wenn Sie ein Maschinenbauer sind, Sie wollen eine Maschine in die USA liefern, dann haben Sie dort unterschiedliche Vorschriften an die Stärke und die Farbe der Kabel, die da sind. Das heißt, das zertifizieren Sie einmal hier in einem umfangreichen Verfahren und dann das Gleiche machen Sie anschließend in den Vereinigten Staaten auch nochmal. Dieser doppelte Aufwand, der dann mehrere hunderttausend Euro betragen kann, gehen die mittelständischen Unternehmen nicht. Das heißt, sie würden gerade hier für die auslandsaktiven Unternehmen, die in Deutschland sehr viele sind, einen erheblichen Mehrwert schaffen. Zweitens, was passiert mit den deutschen Unternehmen in den USA? Von den 3.000, Herr Botschafter Garne, Sie hatten es gesagt, die
deutschen Unternehmen, die in den USA investiert sind, sind übrigens 2500 Mitglied in unseren Auslandshandelskammern. Auch dort haben wir Umfragen gemacht, und da ist mir jetzt auch spannend, über auch 2/3 der deutschen Unternehmen, die bereits in den USA sind, wollen und sagen, es ist wichtig, dass wir ein Freihandelsabkommen bekommen. Und deswegen, wie gesagt, ist die wirtschaftliche Bedeutung auch für Arbeitsplätze. Man muss wissen, in Deutschland hängen nach unseren Berechnungen 1 Million Arbeitsplätze davon, von dem derzeitigen Export unserer Produkte in den USA jetzt schon ab. Das heißt, die wirtschaftliche Relevanz für die gesamte Wirtschaft und nicht nur für die Big Names ist unglaublich groß. Und auch das Potenzial, was wir zukünftig noch haben, wird mit Sicherheit nicht kleiner, wenn ich Dinge standardisiere und vereinfache für Unternehmen. Das heißt, am Ende des Tages hilft es den Unternehmen. Es hilft aber insbesondere den Themen der Schaffung von Arbeitsplätzen und, Herr Kauder, der Generierung von Steuern, dass er auch nicht unmaßgeblich ist. Die zweite Frage, Herr Kauder hat es vorher angesprochen, in der freundlich verbundenen Bitte, so habe ich es mal aufgefasst, Herr Kauder, kann sich die Wirtschaft nicht stärker engagieren in dem Einsetzen für TTIP, in der Aufklärung. Was heißt eigentlich TTIP, um wegzukommen von der Diskussion Chlorhühnchen? Und übrigens, die Hühner bei uns in Europa sind alle mit Antibiotika behandelt. Also ob Antibiotika behandelte Hühner besser schmecken als... Wir haben Salmonellen. Hoffentlich, also ich habe gestern noch Hühnchen gegessen. Den Aspekt, genau. Wer für TTIP werben muss, mehr, das würde ich gerne später noch vertiefen. Aber ich möchte noch, Sie streben schon alle so zur Wirtschaft. Das ist Ihnen natürlich ganz besonders nachgesehen. Aber ich möchte doch noch mal kurz gucken auf das große Ganze. Herr Bayer hat das vorhin angedeutet. Er hat gesagt, wenn nicht mit denen. Herr Hart, ist das tatsächlich die einzige Chance, die wir haben, Globalisierung mitzugestalten, jenseits der wirtschaftlichen Aspekte, aber es geht ja auch um Werte, um Einfluss. Also das Handelsabkommen oder die geplanten Handelsabkommen mit Kanada und den USA sind natürlich auch dazu da, ökonomische Effizienzen zu heben, Ineffizienzen zu beseitigen, aber sie sind darüber hinaus meines Erachtens noch viel mehr. Und vielleicht sind sie auch deswegen so kontrovers diskutiert. Denn es geht ja um die Frage, wie und mit wem wir unsere Vorstellung von dem, was ist freier Welthandel, was sind Verbraucherschutzstandards, was sind Arbeitnehmerstandards, was sind Hygiene- und Gesundheitsstandards, wie wir dies in einer globalisierten Welt, in der verschiedene Gesellschaftsordnungen, auch politische Ordnungen, kulturelle Vorstellungen miteinander ringen, wie wir das ein Stück weit sichern, auch für die Zukunft im 21. Jahrhundert. Und da ist natürlich die Frage ganz klar, selbstverständlich mit den Partnern, die diese Position, diese Werte am ehesten teilen, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und deswegen ist dieses Handelsabkommen TTIP eine Antwort des nordatlantischen Raums auf die Globalisierung, weil wir damit sagen, auf diese Weise schützen und setzen wir auch ein Stück weit durch das, was wir für fairen Welthandel halten. Der Kollege Fuchs hat es angesprochen. Es wäre wunderschön, wenn es uns gelingen würde, über diese Standards weltweiten Konsens im Rahmen der Welthandelsorganisation zu finden. Das halte ich für unrealistisch. Ich halte es für besser und erfolgversprechender, wenn wir für 50% des Welthandelsraums, nämlich den Raum, der von Europa und Nordamerika bestimmt wird, unser Wort machen, definieren, was wir für unsere Verbraucher, für unsere Arbeitnehmer für richtig halten. Und wenn wir das entsprechend durchsetzen mit dem Ergebnis, dass dann andere eine Chance haben, sich daran zu orientieren. Denn außerhalb dieses Wirtschaftsraums wird natürlich jeder, der ein Produkt herstellt oder eine Dienstleistung anbietet, sich die Frage stellen müssen, ob er sie von vornherein so konzipiert, dass sie in diesem Markt positionieren kann oder ob er auch darauf verzichtet, die Umweltstandards oder Arbeitnehmerstandards einzuhalten, die in diesem Handelsabkommen vereinbart sind. Ich glaube, er wird dann im Zweifel eher dieser Linie folgen. Deswegen ist es für mich eine strategische Antwort auf die Globalisierung und ein Schutz unserer Werte, unserer Vorstellungen von dem, was fairer Handel ist, gegenüber Bedrohungen, die im Zweifel in einer sich verändernden Welt auf uns zukommen würden.
Dankeschön, Herr Hart. Das Stichwort fairer Handel möchte ich gern aufgreifen, Herr Botschafter. Sie sprachen von dem Gegenwind für TTIP aus Deutschland. Der wird im Oktober noch mal stark spürbar sein. Es ist eine Demonstration angekündigt, die trägt den Titel TTIP stoppen für einen gerechten Welthandel. Nun hat Herr Hart auch von einem fairen Welthandel gesprochen. Er hat die WTO erwähnt. Ist das denn zwangsläufig so, wenn sich zwei derart große Partner wie die USA und Europa auf gemeinsames Verständigen, dass das auf Kosten schwächerer geht? Vielleicht wäre es am besten, wenn ich auf diese Fragen auf Englisch antwortete. Sie sind eigentlich komplizierte Themen. I want to say it's an important point that you just raised about fair trade, free trade. Statistics are not enough. And this is important because on the other side, we have passion. And we don't have enough passion on our side. We need to introduce passion and we need to introduce stories about what this deal could mean for us, including, very important point that was raised, for the Mittelstand, not just for big companies. So we've done, I think, a better job together with the Commission. We've introduced stories of many companies on both sides of the Atlantic. And I don't think we should be misled, as the public seems to be, that the opposition to TTIP is in the majority. We've seen the 2.5 million people signed this anti-TTIP manifesto. We've seen this big demonstration that's going to be planned here. But I'm convinced this is a vocal minority. And that's why I was saying earlier on, we need to be more vocal for those who want this agreement. Vielen Dank. Vielleicht können wir mal auf die Sorgen kommen, die ja offenbar viele Menschen teilen mit Blick auf TTIP. Herr Schlegelmilch, die Befürchtungen der Bevölkerung stehen im großen Gegensatz, kann man sagen, zu den Hoffnungen, die Sie jetzt hier skizzieren. Warum ist mit Deutschland ausgerechnet die größte Exportnation, das hat der Botschafter ja eingangs auch gesagt, der größte TTIP-Kritiker und wie kann man dem begegnen? Ja, ich glaube, die meisten hier werden das paradox finden, aber das ist nun mal die Realität. Und ich glaube, was uns nicht gelungen ist bisher, ist den Mehrwert außerhalb der reinen Ökonomie eines solchen Abkommens darzustellen. Es gibt ja eine Menge Kritiker auch in Deutschland, die sagen, wir sind für Freihandel, wir wissen auch, dass wir vom Freihandel abhängen, auch in anderen Ländern Europas, aber dieses Abkommen, das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, viel besser zu erklären, dass der Mehrwert gerade auch in der regulatorischen Zusammenarbeit besteht. In gemeinsamen Ansätzen, nicht nur in technischen Dingen wie die Food and Drug Administration, die eben genannt wurde, sondern auch mit den gemeinsamen Werten. Wir haben keinen anderen Partner, um diese Globalisierung vernünftig zu steuern. Und das gilt, das wurde schon gesagt, selbst bei heiklen Themen wie im Datenschutz. Wir haben gerade jetzt ein neues Abkommen in der Mache mit den Amerikanern, das eine sogenannte Umbrella Agreement. Da geht es um den Schutz der den Schutz unserer Bürger in den USA, wenn Daten dort benutzt werden. Das können Sie mit keinem anderen Land der Welt so verhandeln. Da kommen Sie überhaupt nicht an den Verhandlungstisch. Also selbst in diesen kritischen Themen müssen wir uns zusammenraufen. Und TTIP ist da eine wirkliche Chance. Umwelt, Sozial, Datenschutz, aber auch Produktsicherheit ist ja ganz wichtig, in diesen Bereichen gemeinsame Ansätze zu haben, damit es nicht alles zersplittert. Zersplitterung bedeutet nämlich auch eine Unfähigkeit in der Durchsetzung und Kontrolle von solchen Normen. Und das ist bei Produktsicherheit ein ganz wichtiger Punkt. Aber diesen Mehrwert besser zu erklären, das haben wir nicht geschafft. Und wir haben es bisher auch nicht geschafft, das als gemeinsames Projekt, als wirklich als transatlantisches gemeinsames Projekt so hoch zu hängen, wie es eigentlich gehängt werden müsste. Vielen Dank, Herr Schlegelmich. Herr Schweizer, da sind wir ja bei Ihrem Punkt, mehr Flagge zeigen, vielleicht in der Wirtschaft, vielleicht auch in der Politik. Über die Außenhandelskammern kriegt der DIHK ja auch die Stimmung jenseits des Atlantik mit. Ich wüsste gerne, ob Sie da auf ganz ähnliche Bedenken stoßen, was Standardsicherheit angeht, vielleicht auch gerade mit Blick auf Arbeitsschutz und Umwelt, die Themen, die Sie ja auch in Ihrem Unternehmen dann berühren. Was wirklich spannend ist, die aus einer Umfrage bei den Auslandshandelskammern in den USA, die wir haben, wo der überragende Teil der deutschen Unternehmen, die in den USA investiert sind, auch Mitglied sind. Und das ist, wie gesagt, nicht nur Volkswagen, BMW und Siemens, sondern auch viele, viele andere. Sagen auch über
zwei Drittel der Unternehmen, die dort tätig sind, der deutschen Unternehmen, wir wollen das. Was übrigens auch spannend ist, was Herr Kauder vorher gesagt hat, die sagen auch, wir wollen ein Schiedsverfahren haben. Weil, genauso anders von was Herr Kauder vorher sagte, ich sag mal, wir haben ja nicht den Rechtsstandard, den wir in Deutschland haben, überall in der Europäischen Union. Aber auch die Frage ist, wollen Sie vor einem Gericht in Alabama stehen und dann auf Schadensersatz verhandelt werden? Also das ist ja auch im eigenen Interesse. Ich glaube, wir brauchen, so wie die Kommission es momentan macht, ist es sehr gut, dass man damit auch sehr offen umgeht, mit Berufungsrichtern, mit hauptamtlichen Richtern und so weiter und so fort, diese Änderung. Das zeigt ja, dass sich auch da was bewegt. Ein zweiter Punkt, was können wir als Wirtschaft tun? Ich glaube, das ist genau dieses positive Beispiel. Wir müssen es schaffen, auch selber stärker zu transportieren. Das ist kein Thema, was den Großen da oben hilft und den normalen Unternehmen überhaupt nicht und den Arbeitnehmern schon gar nicht. Und da werden Rechte verschleudert und dann kommen die alle hierher für ganz andere Löhne, sondern wie gesagt, die Sozialstandards sind ja auch außen vor, sondern wir müssen das transportieren, dass das im überragenden Sinne auch für die Mitarbeiter, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land eine positive Entwicklung ist. Und ich hatte vorher gesagt, wie viele Arbeitnehmer, Arbeitsplätze in Deutschland alleine vom Export in den USA abhängen. Das sind über 1 Million Arbeitsplätze, die davon abgehen. Was tun wir? Es gibt ja insgesamt in Deutschland 80 Industrie- und Handelskammern, wo über 10.000 Unternehmen und Unternehmer alleine in den Vollversammlungen tätig sind, übrigens über 200.000 in ehrenamtlicher Arbeit, in Ausschüssen und so weiter und so fort, dass wir dort sehr, sehr intensiv Veranstaltungen durchführen, um das Thema zu transportieren, um das Thema über die Unternehmen und Unternehmer, die Mitarbeiter aus den Unternehmen auch über Multiplikatoren zu haben, die das dann wieder an ihre Belegschaften transportieren. Und wenn Sie zum Beispiel auch bei den Gewerkschaften, Sie hatten es angesprochen, haben Sie ja keine einheitliche Meinungsbildung. Sie haben ja zum Beispiel die IG BCE, die ja sehr stark in der Chemieindustrie auch von exportintensiven oder von sehr exportabhängigen Unternehmen tätig ist, sieht das ja durchaus differenziert. Und ich glaube, wir müssen einfach rüberbringen, was das für unsere Wirtschaftsnation heißt. Wir sind als Deutschland, geht es uns übrigens im Wesentlichen deswegen besser als fast allen anderen Ländern der Welt, weil wir so ein exportintensives und wettbewerbsfähiges Unternehmen sind mit so vielen Mittelständlern. Und natürlich treffen uns die Krisen an der einen oder anderen Ecke auch. Und Sie kennen das Thema Russland-Sanktionen und so weiter. Und unser Vorteil ist, da wir so weltweit breit aufgestellt sind, hat meistens eine Krise, wird dann neutralisiert über das Positive auf der anderen Seite. Und man muss auch wissen, die negativen Effekte, die wir aus Russland-Sanktionen haben und die wir jetzt auch aus der etwas anderen Situation in China haben, werden in diesem Jahr im Wesentlichen ausgeglichen durch den sehr starken Anstieg des Exportes in die USA. Wenn das nicht wäre, würde es wirtschaftlich in diesem Land anders aussehen. Und deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren, dass wir sagen, wie können wir mit denen wir einerseits bereits gute Geschäfte machen, die gleichen Werte teilen, viele davon partizipieren, wie können wir das noch besser machen, unter Berücksichtigung der berechtigten Ängste, die aufzunehmen sind, und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Ich finde ganz wichtig, dass Sie gerade die neue Regelung der Kommission oder den Vorschlag von Frau Malmström erwähnt haben, mit Blick auf das Investment Court System. Vielleicht könnten Sie, Herr Schlegel, mich uns das mal kurz skizzieren. Das ist ja einer der meistdiskutierten Punkte. Das steht besonders im Feuer der Kritik. Und es ist, glaube ich, für Nicht-Profis wie Sie gar nicht so leicht zu erkennen, was ist jetzt der wesentliche Unterschied und ist das tatsächlich eine Verbesserung? Herr Schweizer hat es ja so dargestellt. Ja, vielleicht mal ganz kurz noch ein Wort vorab. Investitionsschutz mit den Amerikanern beruht ja auch auf einem gemeinsamen Wert, nämlich den Schutz des Eigentums vor ungerechtfertigter Enteignung und eine Nichtdiskriminierung. Es geht also auch hier, wenn es richtig gemacht wird, um die grundlegenden Dinge, die wir eigentlich verteidigen wollen weltweit. Wir haben nun einen Vorschlag gemacht, der das bisherige System etwas geändert hat. Insbesondere, dass man eine berechenbarere Berufung, was früher ad hoc Schiedsrichter waren, da gab es einige Kritik, dass die Leute doppelte Mandate haben und nicht frei von Interessen sind, durch ein ganz klares System abzulösen, wo es sozusagen wie den gesetzlichen Richter klar ist, wer da mitmachen darf, die richtige Qualifikation hat und eine Revisionsinstanz eingerichtet wird, weil manchmal auch sogar deutsche Gerichte, habe ich mir sagen lassen, vielleicht mal eine falsche Entscheidung treffen, die dann korrigiert wird. Das sind die wesentlichen Punkte eines Systems, das wir zusammen mit den Amerikanern als verteidigungswürdig halten.
Aber es wird anders aussehen, es wird auch in voller Transparenz ablaufen. Die meisten Schiedsverfahren, die heute ablaufen, da wissen Sie gar nicht, was passiert. Das ist also auch noch ein kleiner Punkt, der vielleicht erwähnenswert ist. Können Sie mir, ich habe es noch nicht, wo ist jetzt der Vorteil? Also was ganz konkret, was hat Frau Malmström geändert? Vielleicht auch mit Blick auf die starke Kritik und was macht es jetzt vielleicht manchen leichter, ja zu TTIP zu sagen? Also ich kann gerne noch mehr ins Detail gehen. Das ist die Auswahl der Schiedsrichter. Das sind richtergleiche Personen. Das ist die Transparenz des Verfahrens. Es gibt einen dritten Punkt, den ich nicht erwähnt habe. Es gibt einen sehr klaren Schutz der Regulierungshoheit. Wenn Sie ein Umwelt- oder ein Gesundheitsgesetz erlassen, kann das nicht angegriffen werden. Und es gibt eine ganz klare Revision, die dafür sorgt, dass auch einheitliche oder sagen wir mal absonderliche Fälle, Urteile sich ergeben können. Das sind die vier Kernpunkte. Es läuft darauf hinaus, dass man im Grunde ähnlich wie in der WTO oder in anderen internationalen Organisationen ein sehr stark den normalen gesetzlichen, richterlichen oder Justizsystem angesprochenes System aufbaut. In der Regulierungshoheit verbirgt sich dann eben auch die Sorge vieler, dass die nationalen Regierungen letztlich Gestaltungsspielraum verlieren und das ist damit etwas eingeschränkt. Herr Gardner, ich wüsste gerne von Ihnen, ob die Bedenken der Amerikaner, ich meine nicht derer, die verhandeln, sondern der ganz normalen Bürger eigentlich ähnlich sind wie die Bedenken der Europäer. Fürchtet man sich auch so sehr vor verschiedenen Lebensmittelstandards und fürchtet man sich auch so sehr vor dieser Schiedsgerichtbarkeit oder hat man da andere Sorgen? Look, it's hard to judge so far because the attention in the United States has been focused on the Trans-Pacific Agreement. There hasn't been much of a debate on TTIP so far. There has been some debate on what you just mentioned, the investor-state dispute settlement from some, but I wouldn't call it a public debate. It's been on the part of some members of Congress. But I don't expect there to be the same kind of passionate debate about TTIP in the United States as we've seen in Europe, for the simple reason that the idea that the two world's leading trading blocks shouldn't be able to get together when they share the same values and the same high standards, it's not a shocking proposition. So I don't think we'll see the same debate as you've seen in Europe. Now, specifically about the Commission's proposal, I just want to say we haven't yet received the formal proposal from the Commission. I understand it's gotten a very good review from the members of the European Parliament. It's got a good review from the member states in the Council. We're waiting for the formal proposal. However, we know the content, and I can say that many of the ideas in that proposal build on ideas that together we've been developing over many years. We went through a similar consultation process years ago. We're in favor of transparency. We're in favor of dealing with conflicts of interest. We're in favor of third parties being able to file briefs and to appear before arbitral tribunals. We're in favor of government control of the interpretation of some of the difficult clauses in arbitration claims. We're in favor of dismissing unfounded claims. And we're in favor of the right of governments to regulate. So we don't, you know, we understand that there are concerns about this. So all of those ideas, I think, are good ideas. I think we can certainly work with them. The idea of this permanent court, too early to tell. We have to read the proposal and decide. Vielen Dank, Herr Botschafter. Teilen Sie die Begeisterung für diesen Vorschlag? Begeisterung ist vielleicht zu viel, aber die gute Grundhaltung, Herr Bayer. Ja, die Begeisterung habe ich jetzt noch nicht so ganz gesehen. Es ist auch in der Tat, die amerikanische Seite muss ja erstmal tatsächlich das offiziell zugestellt bekommen, um das dann lesen, durcharbeiten und bewerten zu können. Ich will nur auf eine Sache hinweisen. Erst einmal vom Grundsatz her begrüße ich das natürlich ausdrücklich, dass es jetzt Vorschläge gibt, die sehr konkret auch aufnehmen, das, was alles an Kritik der Interessenträger im letzten Jahr auch auf europäischer Seite hineingeflossen ist in den Prozess. Wir erinnern uns, 3 Monate keine Verhandlung, eine öffentliche Anhörung zu den Schiedsgerichten und den Schiedsklauseln. Und das sind ja viele dieser Dinge, die wir jetzt in den konkreten Vorschlägen sehen von der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Ich möchte aber auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass es hier in dieser Fraktion war,
dass wir gerade, was die Demokratisierung des Richterauswahlprozesses anbelangt, wir hier Impulse gesetzt haben. Und ich sehe hier vorne meinen Freund und Kollegen Professor Herbert Hirte in der ersten Reihe sitzen, der sich dort damals sehr stark auch eingebracht hat. Und das ist gerade bei dieser Demokratisierung der Richterauswahl ein ganz wesentlicher Punkt. Ich will auf eins hinweisen, deswegen hält sich meine Begeisterung nicht in Grenzen, aber sie ist noch nicht so bis zum Durchbruch gelangt. Weil man muss sich natürlich immer bei der ganzen Geschichte darüber klar sein, es kommt natürlich auch mit Kosten daher. Wenn also tatsächlich die amerikanische oder die europäische Seite den Amerikanern jetzt diesen Vorschlag übermittelt und man darüber dann in der 11. Verhandlungsrunde im Oktober in Miami sich da vielleicht dann darüber unterhält, dann würde es mich nicht überraschen, dass die amerikanische Seite, wie das in Verhandlungen nun mal die Natur ist, sagt, gut, wir gehen vielleicht hier und da auf eure Vorschläge vielleicht sogar vollumfänglich ein, dann sollte uns das hier freuen, aber in einem anderen Bereich, beispielsweise bei genveränderten Lebensmitteln oder in anderen Verhandlungskapiteln, könnten die Amerikaner dann ihre Stimme erheben und sagen, hier möchten wir jetzt aber im Gegenzug auch, dass ihr auf unsere Position stärker eingeht. So ist es in Verhandlungen, da muss man also mal abwarten, wie das aussieht. Grundsätzlich finde ich es ein positives Signal, dass man die Kritik aufgenommen hat. Eine Sache noch, ich war immer ein Verfechter dafür, seitdem das erste Mal ein ständiger internationaler Handelsgerichtshof ins Spiel gebracht wurde, finde ich es eine gute Idee, dass jetzt in Ansätzen allerdings ein transatlantisches Gericht im Gespräch steht und das auch noch in dem Zeitraum der TTIP-Verhandlungen mit hineinzuverhandeln. Ich hoffe, das wirft uns nicht eine Zeit lang zurück, denn wir haben vorhin zu Recht gehört von den Rednern, dass wir ein bisschen Obacht geben müssen, dass wir nicht in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf hineingelangen, denn dann sind wir ein paar Jahre wieder zurück. Also noch einmal, bin eigentlich frohen Mutes, dass das gelingen kann und da müssen wir die nächsten Verhandlungen erstmal aber abwarten. Herr Hart, den Zeitplan, den können Sie uns, glaube ich, ganz gut skizzieren. Wo stehen wir denn da gerade und was schätzen Sie? Also wird das was mit Herrn Kauders Hoffnung, vor Präsidentschaftswahlen in irgendeiner Weise fertig zu sein? Ja, also ich halte das nach wie vor für vorstellbar, wenngleich ich mir keine Illusionen mache, dass wir einen fertig ausverhandelten, geprüften, übersetzten und von allen 29 europäischen Parlamenten ratifizierten Vertragstext bis Ende der Präsidentschaft Obama haben. Ich glaube, wenn wir sagen, es soll in den nächsten anderthalb Jahren abgeschlossen werden, dann meinen wir, dass wir uns über die politischen Entscheidungen an den wesentlichen Punkten, dort wo es Diskussionen, Auseinandersetzungen gibt, vereinbaren. Das Aufschreiben des rechtsverbindlichen Textes und dessen Ratifizierung bedarf sicherlich dann auch nochmal eines Zeitraums von 2 bis 3 Jahren. Ich glaube insgesamt, dass wir gut daran täten, ein bisschen Gas zu geben. Auf amerikanischer Seite ist es ja so, dass das Handelsabkommen mit dem pazifischen Raum im Augenblick im Vordergrund steht. Da ist im November sind die großen Pazifikgipfel, im APEC- und Ostasien-Gipfel, wo jeweils natürlich auch möglicherweise auch schon Ergebnisse präsentiert werden wollen. Der Abschluss von TPP im Juli ist nicht zustande gekommen. Es gibt jetzt noch eine Phase, wo beraten wird. Ich hoffe und glaube, dass in dem Augenblick, wo das in trockenen Tüchern ist, im Blick auf diesen Asien-Gipfel, die amerikanische Administration mit der Europäischen Kommission vorangeht, was das Aushandeln dieser spannenden Punkte bei TTIP angeht. Ich würde im Übrigen es auch begrüßen, wenn die Europäische Kommission bei dem anderen wichtigen Handelsabkommen mit Kanada jetzt mal einen Punkt macht. Wir sind seit 13 Monaten dabei, den Text auf Rechtsverbindlichkeit zu prüfen. Ja, das ist eine Sache, die normalerweise in 2, 3 Monaten erledigt sein müsste. Die kanadischen Freunde sagen, ihr kriegt nichts Besseres auf der ganzen Welt als dieses Handelsabkommen Europa-Kanada. Also unterschreibt es jetzt mal endlich. Ich glaube, damit würden wir auch einen Punkt in der Diskussion setzen. Wir würden, das muss ja auch im Parlament, durch die Parlamente durch, wir würden sagen, was wir wollen und wir würden ein Stück weit an der einen oder anderen Stelle, wo öffentliche Bedenken bei TTIP sind, sagen können, guck mal, bei CETA haben wir es ordentlich hingekriegt, warum sollen wir es nicht auch bei TTIP ordentlich hinbekommen? Wir könnten ein Stück der Ängste der Menschen wegnehmen, wenn wir
das Handelsabkommen, die kleinere Schwester von TTIP, sage ich jetzt mal, das Handelsabkommen CETA jetzt auch zügig ratifizieren und in Kraft setzen. Herr Botschafter, teilen Sie die Einschätzung, was den Zeitrahmen angeht? Die Grundzüge kann man vielleicht recht bald regeln, aber der Feinschliff kommt noch. Das ist die eine Frage. Und die andere, wie wichtig ist es denn, wer dann Präsident ist? Sehr wichtig. this is an important point. Some people think that somehow we're going to take our foot off the gas pedal next summer. That's not true. We're going to be working till noon on January 20th, 2017. That is the hour and that is the day when President Obama has to leave the White House, and pretty soon after I will leave my embassy. So we're going to be working till January 2017. So we don't have just 9 months. We have more than that. But still, let's be clear, this is an ambitious timetable. We think we can get it done. We are confident that we are close for the Pacific Agreement. It didn't happen as we thought it would happen in July, but we think we're very close, and it would, I think, help to give us some tailwind to get it done. Just can I add something, not directly on this point, because it's so important. Back to the issue of transparency. This is an important point clearly in Europe. The critics of this agreement have made it, and I would say transparency is good. We're in favor of civil society, but I would also say that transparency is a two-way street. Was gilt für uns, gilt für alle, auch für die Gegner. And I say this, and sometimes it's controversial. I would like to see more transparency from those who are criticizing this agreement. You know, it's funny. Those who say they hate TTIP say they know nothing about TTIP. And what I say is you can't say that. You must choose. Either you hate it and you know something about it, or you don't know anything about it and you can't hate it. That's the only possibility. And I think we should be much, much stronger in saying that NGOs particularly should be clear about for whom they speak and by whom they are financed, and it's not the case in Europe today. Thank you. Herr Hart, das Stichwort Transparenz greife ich gerne auf. Bundestagspräsident Lammert hatte Donnerstag gesprochen mit Kommissionspräsident Juncker, Parlamentspräsident Schulz und sagte dann, das wachsende Misstrauen gegenüber TTIP, dem ist nur zu begegnen mit größtmöglicher Transparenz. Ist da noch Nachholbedarf auf, wie wir hören, beiden Seiten? Also zunächst einmal ist ja richtig, dass wenn man Verhandlungen führt, erst recht auf der europäischen Seite, wo 28 Mitgliedstaaten ja letztlich sich in dem Verhandlungsvorschlag wiederfinden müssen, dass man nicht über jede Priorisierung und jede Abwägung, die dort im Rahmen der Bildung dieser europäischen Kommissionsposition stattgefunden hat, nun in der Zeitung schreiben kann. Das würde die Verhandlungsposition eindeutig schwächen, wenn die Gegenseite genau wüsste, an dem Punkt wird Frankreich nie nachgeben, also muss die Kommission das unbedingt durchsetzen und dafür einen hohen Preis bezahlen, weil sie das in irgendwelchen Papieren liest. Allerdings ist es natürlich so, wenn das Europäische Parlament und die Parlamente der Mitgliedstaaten der Europäischen Union dem Gesetz, dem Paket Handelsabkommen am Ende des Tages zustimmen müssen, dann ist es, glaube ich, klug, wenn man zumindest die Abgeordneten, die sich damit befassen und die dann auch mit den Texten was anfangen können, die dort liegen, wenn man denen die Möglichkeit gibt, sich vertraulich und vernünftig zu informieren. Das gilt sowohl im Blick auf die Zugänglichkeit von Papieren der Europäischen Kommission, also der europäischen Seite, als auch für das Angebot der amerikanischen Seite, uns entsprechende Dokumente zugänglich zu machen. Ich unterstütze den Vorschlag von Dr. Lammert. Ich glaube auch, dass unter den Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages genügend Verantwortungsbewusstsein da ist, dass man mit diesen Informationen nicht leichtfertig umgeht. Ich würde mir wünschen, dass zumindest diejenigen, die ganz konkret Berichterstatter ihrer Fraktion zu dem Thema sind, die also auch in die Texte reingehen können, die auch mit den konkreten Details was anfangen können, muss man ja auch fairerweise sagen, es ist schwierig, sich da reinzuarbeiten, dass wir denen sowohl in Brüssel, was die EU-Seite, Klammer auf, oder eben auch in Deutschland, dass man in Deutschland die Möglichkeit hat, die europäische Position nachzuvollziehen, als auch in der US-Botschaft die amerikanische Seite entsprechend in die entsprechenden konsolidierten Papiere reingucken kann.
Vielleicht ist da noch mal spannend die Sicht desjenigen, der besonders viele solcher Verträge verhandelt hat, Herr Schlegelmilch. Ist denn das Prozedere, ist das Maß an Transparenz ganz normal oder steht es jetzt einfach in besonderem Fokus? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, wenn das alles so kompliziert ist, ist dann nicht vielleicht der Vorschlag gar nicht so dumm, ein TTIP-Light zu machen, wo man die meist umstrittenen Dinge ausspart? Ja, danke. Also diese Verhandlung ist mit Abstand die transparenteste Verhandlung, die es jemals gegeben hat im Bereich internationaler Handelspolitik. Das ist auch gut so. Wir haben das Mandat, also unsere Verhandlungsziele, öffentlich gemacht, teilweise gegen den Widerstand. Das ist eine Ratsentscheidung, keine Kommissionsentscheidung. Und wir haben natürlich auch die meisten unserer Verhandlungsvorschläge inzwischen im Netz. Das geht sehr weit. Es gibt nur einen Punkt, wo die Kommission auch zurückstecken muss, und das ist das Verhältnis zwischen den Regierungen und den Parlamentariern in 28 Mitgliedstaaten. Vergessen Sie bitte nicht, dass wir leiten die Dokumente zunächst mal an die Bundesregierung weiter. Es gibt in den 28 Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Praxen. Manche Mitgliedstaaten machen ihren jeweiligen Volksvertretern erstmal gar nichts zugänglich. Das ist intern so geregelt und das können wir auch nicht ändern von Brüssel aus. Das heißt, die Frage, was mit den Dokumenten passiert, Kommissionsdokumenten passiert, die Bundesregierung natürlich vollumfänglich und auch die Europaparlamentarier Zugang haben. Was intern passiert, ist zunächst mal eine Frage, die ich gerne weiterreichen will, weil da kann ich mich gar nicht einmischen. Und das ist in jedem Bundesmitgliedstaat auch anders. Daneben gibt es eine zweite Frage, und das ist die Frage, was mit Dokumenten passiert, die von der amerikanischen Seite uns als Verhandlern zur Verfügung gestellt werden, mit Vorschlägen und ähnlichen Dingen. Und da sind uns auch die Hände zum großen Teil damit gebunden, was unser jeweiliger Partner, das muss gar nicht die USA sein, zunächst mal von uns erwartet, nämlich dass deren Vorschläge, die teilweise auch vertraulich sind, vertraulich bleiben. Und das ist dann eine Frage, die zum Teil auch direkt von den Mitgliedstaaten dann auch mit der US-Regierung angesprochen wird. Wir versuchen dann natürlich auf große Transparenz zu dringen, aber das US-System ist nun mal anders aus vielen Gründen und da ist nicht automatisch volle Transparenz weder in den USA noch in Europa vorgesehen, das sage ich jetzt mal so. Wir haben jetzt wenig Zeit, wenn Sie noch ein Wort hören wollen zu dem TTIP-Light. Die Frage, also können wir hier mit einem Schnellschuss oder mit einem schnellen, schmaleren Abkommen einen Erfolg verbuchen? Das ist sicherlich für uns, auch wegen unseres Verhandlungsauftrags, aber auch wegen den ganzen Dingen, die wir diskutieren, ist das keine Lösung. Natürlich können wir ein reines Zollabkommen relativ schnell verhandeln. Nehmen wir mal optimistisch an, dass selbst die Agrarzölle kein großes Problem sind. Aber dann würden wir an dem vorbeigehen, was wir die ganze Zeit hier versuchen auszuloten, nämlich dass es ein Unikum ist. Dieses Abkommen ist eben kein normales Freihandelsabkommen, wo man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Umfang hat, sondern das ist wirklich ein Zukunftsprojekt Europas mit den USA. Und da wir TTIP bleibt, glaube ich, die falsche Antwort. Sie haben zu einem Blick auf die Uhr gemahnt. Ich möchte die wenigen Minuten, die uns noch bleiben, ehe die Kanzlerin eintrifft, nutzen, noch vielleicht ein paar Bedenken zu beleuchten. Es gibt ja der Bedenken viele, ein paar haben wir schon angesprochen, Lebensmittelstandards. Ein wichtiger Aspekt ist auch die öffentliche Daseinsvorsorge. Frau Hasselfeld sagte das auch, dass in den Landkreisen da oft die Sorge groß ist, dass man an Spielraum verliert. Herr Hart, wie sehen Sie das? Sensible Themen wie Wasserversorgung, Betreibung von Pflegeheimen und so weiter, sind die Sorgen der Kommunen da gerechtfertigt? Also wir kennen ja nur das, was Verhandlungsauftrag für die Kommission ist. Der ist an Eindeutigkeit nicht zu überbieten. Da steht drin, dass das, was wir als kommunale Daseinsvorsorge als Deutsche innerhalb Europas geschützt haben, auch innerhalb der Handelsverhandlungen nicht zur Disposition steht. Und wir kennen das, was die Europäische Kommission ausgehandelt hat mit der kanadischen Regierung zu diesem Thema. Und da ist auch meines Erachtens keine Frage offen. Selbstverständlich bleibt die kommunale Daseinsvorsorge, Klammer auf, man kann inhaltlich darüber der Meinung sein, wie man will, aber so wie wir Deutsche das beschlossen haben und die Europäische Union es auch akzeptiert, das wird weder durch CETA noch durch TTIP angetastet, weil ich davon ausgehe, dass die Kommission an diesem Punkt kein Jota von dem Verhandlungsmandat, das sie hat, abweicht. Was die Lebensmittelsicherheit angeht, mache ich nur in Amerika die Beobachtung, dass der amerikanische Verbraucher mindestens so sensibel ist wie der deutsche und europäische Verbraucher.
Wenn Sie durch Amerika laufen, finden Sie dort Bio-Supermärkte in einer Art und Qualität, wie Sie sie bei uns hier in Berlin noch lange suchen müssen. Ich glaube, dass es letztlich nicht um die Frage geht, dass man hohe Standards hat, sondern dass man immer die Frage klären muss, ist der Standard, der in Amerika vielleicht in der einen oder anderen Frage etwas anders ist als bei uns, Klammer auf, aus amerikanischer Sicht stellt sich das natürlich dann über den Atlantik genauso anders dar, ob das vergleichbar, gleichwertig hohe Standards sind oder nicht. Und da gibt es für uns auch ein paar klare Leitplanken, also dass wir sagen, Hormonmast in der Rinderzucht, das wollen wir nicht, dieses Fleisch in Europa. Das bedeutet nicht, dass Amerikaner kein Fleisch in Europa exportieren müssen, können, aber sie müssen sich dann eben an die europäischen Regeln halten. Genauso wird es umgekehrt wahrscheinlich mit Rohmilchkäse aus Europa sein. Wenn man Käse exportiert nach Amerika, muss man eben dann die amerikanischen Lebensmittelbestimmungen einhalten. Ich glaube, da wird man in allen Fällen, in allen einzelnen Fällen gute Regelungen finden und letztlich die Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks zufriedenstellen. Der Ton ist ja bei allen, die über TTIP sprechen, recht hoch. Also auf der einen Seite, das haben wir auch schon in den Mittelpunkt gestellt, die geopolitische Weichenstellung. Auf der anderen Seite sorgen sich viele um die kulturelle Vielfalt Europas und haben da tatsächlich Bedenken, dass Dinge wie die Buchpreisbindung beispielsweise in Gefahr sind, die Möglichkeit, Kultur zu subventionieren. Herr Bayer, was sind da eigentlich für Dinge geplant und sind diese Sorgen gerechtfertigt? Ja, Kultur, im Gegenwart der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die ich dort hinten sehe, ist natürlich nochmal ein Feld, was wie jede andere Kapitel auch seine ganz speziellen Besonderheiten hat. Ich darf daran erinnern, dass schon vor überhaupt Aufnahme der Verhandlungen, in alles das, was audiovisuelle Themen anbelangt, praktisch eine Ausnahme von dem Verhandlungsmandat vorgenommen worden ist. Das mag man jetzt bewerten, wie man will. Einerseits, und wir haben natürlich auch Gespräche geführt in der Fraktion. Wir haben ja eine Arbeitsgruppe, die sich nur mit diesem Thema TTIP beschäftigt, auch mit Kulturschaffenden, Vertreter von Kulturschaffenden, und haben uns natürlich über Buchpreisbindung unterhalten und andere Dinge. Da herrscht schon Sorge, dass es hier ein Einfallstor geben wird. Ich glaube, die Sorgen kann man ein Stück weit nehmen, weil, wenn man auch mal reinguckt in das vom Jürgen Hart schon zitierte Verhandlungsmandat, dann wird man da wenig zu finden, dass diese Ängste und Sorgen letztlich auch begründen kann. Ich glaube, dass wir da auch ein Stück weit den Verhandlern Vertrauen entgegenbringen sollten und auch können, weil sie sich an das Verhandlungsmandat halten werden. Und von daher glaube ich schon, dass diese Sorgen, die da teilweise sehr vehement vorgetragen werden von der, es sind ja nicht nur einmal die kleinen, einzelnen, schaffenden Kreativen dort, sondern es ist auch eine große Lobby, was legitim ist. Jeder bringt sich hier mit seinen Interessen ein. Aber ich glaube, das wird auch teilweise ein bisschen übertrieben dargestellt. Und noch einmal, ich glaube, da kann man wirklich sich einfach mal durch einen Blick in das Verhandlungsmandat, wenn man sich damit beschäftigt, und Vertrauen auch in die Verhandler, die ja die Interessen von uns vertreten, glaube ich, auch beruhigen. Trotzdem müssen wir natürlich darauf achten, dass diese Interessen auch hochgehalten werden. Ich weise aber auch darauf hin, dass Maximalforderungen, egal in welchem Kapitel, ob es nun beim Kultur ist, ob es bei Lebensmittelsicherheit ist, in Verhandlungen im Grunde genommen nie durchgesetzt werden können. Davon leben Verhandlungen, dass es aufeinander zugehen ist. Und das betrifft natürlich genauso auch den Kulturkapitelbereich. Ja. Herr Botschafter, ist das gerade dieser kulturelle Aspekt, ist das auch eine Frage des Selbstbewusstseins? Also Sie haben gesagt, Amerika guckt sich das noch gar nicht so an, die sind eher mit dem anderen Abkommen beschäftigt und überhaupt erregt es die Gemüter nicht so. Ist das aus Ihrer Sicht, Sie tragen ja beides in sich, eine typisch europäische Sorge, dass man denkt, wir werden überrannt? Ah, wir werden nicht überrannt, sondern wir empfangen, was für ein Stichwort, wir empfangen hohen Besuch, den unser Gastgeber offiziell begrüßt. Liebe Frau Bundeskanzlerin, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu unserem Kongress gekommen sind. Wir haben eine sehr interessante Diskussion mit den Teilnehmern erlebt, bei denen ich mich allen herzlich bedanke, dass Sie uns heute
mit unterstützt haben bei diesem Kongress. Und ich will einen Satz von Erik Schweizer kurz aufgreifen, der gesagt hat, man stelle sich bitte mal vor, wir hätten nicht so einen intensiven Warenaustauschhandel mit den USA in der Phase, wo andere Länder deutlich schwächeln, nicht nur Russland, sondern auch China, dann würde es der deutschen Wirtschaft mit Sicherheit nicht so gut gehen. Das kompensiert ein Stück weit den Rückgang, den wir in anderen Ländern haben. Und das zeigt, wie notwendig eine vernünftige Zusammenarbeit auf internationaler Ebene ist. Da können wir alle dankbar sein. Noch dankbarer bin ich aber, dass die Bundeskanzlerin heute Nachmittag in diesen schwierigen Zeiten, und das sollte eigentlich jeder mal überlegen, was das bedeutet, was das auch für eine Belastung für die Bundeskanzlerin ist, aber sie steht das alles locker durch, das kennen wir ja. Und dann freut mich halt eben besonders, dass sie ebenfalls unermüdlichen Einsatz für dieses Freihandelsabkommen zeigt. Sie hat ja am Wochenende eine nicht ganz leichte Rede bei nicht dem größten Fanclub von TTIP gehalten, bei Verdi zu reden und klar und deutlich zu sagen, das ist eine Chance für Deutschland und nicht ein Risiko. Und wir sollten die Chance ergreifen, das war schon der richtige Weg. Und wenn der ein oder andere bei Verdi da etwas gelernt hat, dann sollten wir uns darüber freuen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel. Lieber Volker Kauder, liebe Gerda Hasselfeld, lieber Michael Fuchs, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Parlamenten, werte Gäste, die hier mitdiskutieren und meine sehr geehrten Damen und Herren. Noch nie hat ein Freihandelsabkommen der Europäischen Union so viel öffentliche Aufmerksamkeit erfahren wie die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft der Europäischen Union mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und noch nie waren die Parlamente in Europa so eng in die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen einbezogen wie genau in diesem Falle. Das Europäische Parlament hat im Juli eine umfangreiche Resolution zu diesem Abkommen verabschiedet. Und dieser Resolution waren monatelange Diskussionen in allen Ausschüssen des Europäischen Parlaments vorangegangen. Und auch im Bundestag stand das Freihandelsabkommen in den Ausschüssen und im Plenum seit Beginn der Verhandlungen vor 2 Jahren immer wieder auf der Tagesordnung. Und ich freue mich sehr, dass in der parlamentarischen Debatte zu diesem Abkommen gerade unsere Bundestagsfraktion so engagiert ist. Besonders wichtig ist dabei die Arbeit der Arbeitsgruppe unter Leitung von Michael Fuchs. Ein herzliches Dankeschön, dass ihr das parlamentarisch so begleitet. Und ich glaube, dieser Einsatz muss und sollte auch fortgesetzt werden. Und der heutige Kongress ist der Ausdruck dieser regen und engagierten Begleitung. Und allen, die daran mitgewirkt haben, möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen. Denn eins ist klar, die parlamentarische Arbeit leistet natürlich einen ganz wichtigen Beitrag dazu, sei es die Arbeit im Europäischen Parlament oder eben hier im Deutschen Bundestag, sei es in den Fraktionen oder sei es in den Ausschüssen oder im Plenum, einen ganz wichtigen Beitrag auch zum Erfolg der Verhandlungen. Denn eins ist ja auch klar, zum Schluss müssen die Parlamente entscheiden. Und wenn eine engagierte Begleitung der Verhandlungen erfolgt ist, dann kann diese Entscheidung auch viel besser getroffen werden. Die Einbindung der Parlamente verdeutlicht auch die demokratische Legitimation des Verhandlungsprozesses. Sie stärkt die Transparenz der Verhandlungen und, das sage ich auch hinzu, sie führt auch zu neuen Denkanstößen. Wir wollen zum Schluss ein gutes Abkommen, nicht nur von den Regierungen und Mitgliedstaaten, sondern auch eben eines, das von den Parlamenten mitgetragen wird. Und deshalb ermuntere ich Sie auch, die eigentlich heiße Phase der Verhandlungen steht ja noch aus, dass die Art und Weise der Begleitung fortgesetzt wird. Und es ist ja auch notwendig, denn in unseren Wahlkreisen wird ja sehr intensiv über dieses Freihandelsabkommen diskutiert. Es gibt dabei viel Skepsis, es gibt bei vielen eine klare Ablehnung und deshalb ist es notwendig, dass wir auch argumentieren können. Ich glaube aber, dass wir sehr gute Argumente haben. Und ich glaube, wir müssen vor allen Dingen das Augenmerk erstmal darauf lenken, worum es bei dem Abkommen wirklich geht und worum es nicht geht. Zu oft wird aus meiner Sicht in der Diskussion der Erfolg unserer Unternehmen auf den internationalen Märkten ausgeblendet, obwohl natürlich dieser Erfolg von großer Bedeutung für Wachstum und Beschäftigung ist.
Wir sollten als erstes mal an unsere Interessen in diesem Zusammenhang denken, an die Frage, wo kommt unser Wohlstand her, wie wird er erwirtschaftet? Und da sind wir als eine große Exportnation natürlich von guten Exportbedingungen auch abhängig, wenn es um die Schaffung neuer Arbeitsplätze geht. Und dann wird oft eine Reihe vermeintlicher Inhalte und Folgen des Freihandelsabkommens, obwohl sich beide Verhandlungspartner in Europa wie in Amerika längst einig sind, dass diese Themen gar nicht Gegenstand des Abkommens sein sollen, diskutiert. Das heißt, wir diskutieren sehr viel über Dinge, die gar nicht stattfinden, sondern die längst ausgeschlossen sind, wo längst gesagt wurde, das spielt keine Rolle. Das heißt, wir müssen noch mehr und immer wieder klar machen, was dieses Abkommen für Unternehmen, Beschäftigte und Verbraucher tatsächlich bedeutet. Welchen Beitrag eine ehrgeizige Handelspolitik der Europäischen Union zum Erfolg unserer Unternehmen auf den Weltmärkten leisten kann, lässt sich natürlich sehr gut an schon bestehenden Freihandelsabkommen ablesen. Und ich will hier das Beispiel des Abkommens mit Südkorea nehmen. Es war auch heiß diskutiert, insbesondere in Industriekreisen. Ich erinnere mich noch genau, wie ich mit Matthias Wissmann, wir erinnern uns an das Gleiche, darüber gesprochen haben. Was bedeutet das jetzt für die deutsche Automobilindustrie? Was bedeutet das für die Zulieferer? Und deshalb will ich nur einfach sagen, im ersten Halbjahr 2015 lagen die deutschen Exporte nach Südkorea um über 50% über dem Niveau vor Inkrafttreten des Abkommens im Juli 2011. Die deutschen Gesamtexporte sind im gleichen Zeitraum nur um 13% gestiegen. Das heißt mit Südkorea um 50%, insgesamt im Durchschnitt um 13%. Ich weiß nicht, was einem einfallen kann, zu sagen, das hat miteinander nichts zu tun. Ich finde, es ist erstmal ein ziemlicher Beleg dafür, dass ein Freihandelsabkommen Handel intensivieren kann. Der deutsche Automobilbau, von mir eben schon genannt, als eine Branche, die mit Recht ihre Belange sehr intensiv verhandelt hat, hat ebenso profitiert wie die Elektrotechnik oder die Chemie-, Pharma- und Metallindustrie. Und dieser Erfolg unserer Handelspolitik sollte uns Ansporn dafür sein, auch die Verhandlungen mit den USA als unserem im Übrigen wichtigsten Handelspartner zügig abzuschließen. Ich will vielleicht auch mal daran erinnern, dass wir ja nicht nur wir Freihandelsabkommen verhandeln, die Europäische Union, sondern dass weltweit eine Vielzahl von bilateralen Handelsabkommen verhandelt wird. Und man höre und staune, die China zum Beispiel hat bereits mit der Schweiz ein Freihandelsabkommen verabschiedet. Die Schweiz ist nicht gerade als ein Land bekannt, das nun nicht auch gewisse Verbraucherschutzstandards hat, Qualitäten hat. Also sehr interessant. China hat im Übrigen auch mit Island ein solches Freihandelsabkommen verhandelt und sagt uns Europäern dann natürlich, ihr habt ihr noch nicht mal gedanklich euch mit dem Thema richtig beschäftigt. Also in den ersten 6 Monaten, zurück zu den Exporten in die Vereinigten Staaten von Amerika, sind die deutschen Exporte in die USA um fast ein Viertel auf rund 55 Milliarden Euro in den ersten 6 Monaten gestiegen. Die Vereinigten Staaten waren damit für unsere Unternehmen erstmals das wichtigste Exportziel weltweit. Zugleich haben die deutschen Importe aus Amerika um 19% auf 29 Milliarden Euro zugenommen. Es sollte daher doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, wenn zwei so große Partner, und ich habe ja gesagt, was die Exporte nach den Vereinigten Staaten von Amerika für Deutschland bedeuten, die sind mit 55 Milliarden deutlich höher als die 29 Milliarden der Importe aus den Vereinigten Staaten von Amerika nach Deutschland, da sollte man doch sich überlegen, was man an unnötigen Hemmnissen zwischen diesen beiden Partnern denn noch abbauen kann. Denn was gibt es für Gründe, mit den größten Handelspartnern jetzt nicht über die Hemmnisse zu sprechen, wobei ich mit allen anderen auf der Welt über die Hemmnisse spreche. Und das gilt zum einen für den Abbau von Zöllen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir in dem Abkommen einen sehr weitreichenden Zollabbau vereinbaren werden. Soweit, so gut. Die meisten internationalen Handelsabkommen, Freihandelsabkommen sind auch Abkommen über die Senkung von Zöllen. Allein die deutsche Autoindustrie zahlt etwa 1 Milliarde US-Dollar im Jahr an Zöllen an die USA. Dieses Geld kann man durch ein vernünftiges Abkommen wesentlich besser investieren, etwa in die Entwicklung neuer Antriebstechnologien oder viele andere Produkte. Die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zielt aber noch weit mehr ab als auf den Abbau von Zöllen.
Und das ist der Punkt, an dem wahrscheinlich die Diskussion deshalb auch so intensiv geführt wird. Wir wollen nicht nur Zölle abbauen, sondern wir wollen mit diesem Abkommen einen neuen Maßstab für Freihandelsabkommen der Europäischen Union insgesamt setzen. Es gilt nämlich, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika mittelfristig immer weiter zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum zusammenwachsen. Und darin liegt auch der Grund, warum wir neben den Zöllen auch über eine Vielzahl von nicht-tarifären Handelshemmnissen verhandeln. Und diese nicht-tarifären Handelshemmnisse, die sind offensichtlich der Bereich, in dem das Unwohlsein und die Skepsis vieler angesiedelt ist. Was ist nun ein nicht-tarifäres Handelshemmnis? Sie, die Sie hier sitzen, wissen das natürlich. Aber ich sage es trotzdem nochmal, das sind Handelshemmnisse, die in zum Beispiel unterschiedlichen Sicherheitszulassungen münden. Wir haben bei Autoteilen, ob das jetzt die Bremslichter oder andere Teile sind, mit Sicherheit in den USA keine Situation, wo die Verkehrssicherheit keine Rolle spielt. Und in Deutschland ist die Verkehrssicherheit auch sehr hoch angesiedelt. Aber ob ein Licht nun orange oder mehr gelblich ist, ist bei der Frage, was ist sicherer, ein Thema, über das man trefflich streiten kann. Nun wird das Ergebnis des Abbaus nicht-tarifärer Handelshemmnisse nicht in jedem Falle lauten. Alle müssen die amerikanische Lösung oder die europäische Lösung anwenden. Sondern ein erster Schritt kann auch die gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Sicherheitstests sein. Das heißt, ich habe dann eben verschiedene Möglichkeiten von verschiedenen Teilen zu sagen, dieses ist sicher und jenes ist auch sicher. Und so, dann gibt es Bereiche im Verbraucherschutz. Da ist jetzt die große Sorge, was bedeutet das, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika einen anderen Verbraucherschutz haben, als wir ihn haben. Da würde ich als erstes mal sagen, diese implizite Annahme, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika alle Vorschriften sozusagen schlechter sind als in Europa, die kann ich so nicht teilen. Die Amerikaner haben ein völlig anderes Rechtssystem, das ist richtig. Aber ob das strenger oder weniger streng ist, das ist schwer zu ermessen. Es ist jedenfalls auch, spielt der Verbraucherschutz und die Verbrauchersicherheit in den Vereinigten Staaten von Amerika eine große Rolle. Und jetzt geht es darum, wie können wir diese Dinge zusammenbringen? Und da ist doch die eigentlich wichtige Sache, dass wir ganz klar sagen, europäisches Recht, also unsere Standards, stehen nicht zur Disposition. Ich könnte ja das noch verstehen, wenn man sagen würde, wir fangen an, jetzt an europäischen Standards zu reduzieren, machen wir aber nicht. Das klare Versprechen ist im Raum, das, was wir in Europa miteinander abgesprochen haben, wird nicht zur Debatte gestellt, sondern ist Grundlage der Verhandlungen und wird so eingehalten. Umgekehrt gilt es für die Vereinigten Staaten von Amerika auch. Das heißt, es geht also um die Angleichung von Standards oder die gegenseitige Akzeptanz von Standards. Und nun kommt natürlich etwas in die... Die beiden haben Sitzungen, nicht, dass sie denken, die laufen vor Schreck davon, ich war informiert. Nun wird also etwas verhandelt, und das ist zugegebenermaßen wirklich neu, was klassische Handelsverhandler bislang nicht verhandelt haben. Klassische Handelsverhandler in der WTO oder in der Europäischen Union beim Handelskommissar waren Leute, die kannten sich mit Zöllen aus. Aber jetzt kommt der Punkt. Natürlich muss man dann auch breitere Experten mit hineinnehmen, die von Verbraucherschutz Ahnung haben, die von Umweltschutz Ahnung haben, die vielleicht auch von sozialen Standards Ahnung haben. Aber wir wissen doch, und ich habe als Umweltministerin damals schon lange Diskussionen geführt über die Frage, was ist eigentlich Gerechtigkeit im Sinne des internationalen Handels bei der Welthandelsorganisation. Wir wissen, dass wenn unsere Landwirtschaft, unsere Bauern, hier in Deutschland nach den Prinzipien der guten fachlichen Praxis Viehzucht und Agraranbau betreiben und woanders auf der Welt werden diese Umweltstandards, diese Verbraucherstandards, die beste fachliche Praxis überhaupt nicht eingehalten. Dass wir letztendlich im Welthandel kaum eine Chance haben, zu fairen Rahmenbedingungen zu kommen, weil unsere Standards dann so viel höher sind, dass die Produktion auch um ein Vielfaches teurer ist. Das heißt, es ist doch im Sinne unserer Philosophie und unserer Gerechtigkeitsvorstellung, wenn wir, die wir hohe Standards haben, sagen, wir können nicht einfach nur über den Preis und den Zoll für Rindfleisch verhandeln, sondern wir müssen auch mal fragen, wie viel
wie viel Umweltschutz steckt da noch drin, wie viel ordentliche, nachhaltige Landwirtschaft steckt da noch drin, weil es ja sozusagen unlogisch ist, anschließend Staaten dann wieder Geld zu geben dafür, dass sie ihre Böden ruiniert haben oder die Wälder abgeholzt haben, weil wir vorher nur die Zölle vereinheitlicht haben, aber nicht die Produktionsbedingungen. Nun weiß ich auch, dass wir das nicht von einem Tag auf den anderen erreichen. Aber unsere Verbraucher werden sich immer mehr für die Frage interessieren, war da Kinderarbeit beteiligt, wie waren die sozialen Standards, wir haben das jetzt beim G7-Prozess mit den Lieferketten gemacht. Das heißt also, es ist in unserem Interesse, mal mit einem Land, das auch relativ hohe Standards hat, auszuprobieren, wie weit können wir uns denn auf gemeinsame Standards einigen und dann in der Gemeinsamkeit dieser beiden großen Wirtschaftsräume auch mit anderen Ländern über nachhaltige Bedingungen des Wirtschaftens zu sprechen. Dass wir ausgerechnet das nun bekämpfen, wo wir früher Handelsabkommen, wo es nur um Zölle ging, nie bekämpft haben, das leuchtet mir nicht ein. Und natürlich ist das jetzt sehr viel komplexer und das ist auch sehr viel komplizierter und da müssen neben den klassischen Handelsfachleuten auch andere mit einbezogen werden. Aber ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass wir uns diesen Prozess stellen. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt. Jetzt denken wir mal in die Zukunft. Es gibt ganze Bereiche, in denen wir permanent neue Regulierungen uns schaffen müssen. Ob das der Schutz der Daten ist, ob das die Frage der Nanotechnologie ist, ob das neue Produkte in anderen Bereichen sind. Und hier haben wir uns vorgenommen, mit den Vereinigten Staaten von Amerika von Anfang an auch eng zusammenzuarbeiten, um gar nicht erst diese Doppelregulierungen zustande kommen zu lassen, sondern gleich gemeinsame Regulierungen zu treffen, die dann verhindern, dass man alles nochmal neu erfinden muss. Und deshalb wird der gesetzgeberische Spielraum in Deutschland, in der EU oder in den USA nicht eingeschränkt. Jeder kann seine eigenen Regelungen machen. Aber da, wo es möglich ist, sollte man von vornherein versuchen, diese Regulierungen auch miteinander abzustimmen. Das ist freiwillig, das ist nicht verpflichtend. Und deshalb glaube ich, dass das transatlantische Freihandelsabkommen uns viel mehr Chancen bietet. Und es bietet uns auch die Chance, und dazu hat die Kommission jetzt einen Vorschlag gemacht, die Regelungen, die wir beim Investitionsschutz haben, mit einem neuen internationalen Standard zu versehen. Der Investitionsschutz, sage ich mal, hat ja viele Jahre in der deutschen Öffentlichkeit eigentlich niemanden interessiert. Wir haben jahrzehntelang Investitionsschutzabkommen verhandelt, nie eine öffentliche Debatte gewesen. So, und jetzt ist es eine öffentliche Debatte. Diese Debatte war im Übrigen für viele Unternehmen in Deutschland von größter Bedeutung, weil sie Unternehmen geschützt hat vor Willkür in bestimmten Ländern, denen sie sonst ausgesetzt gewesen wäre. Und man hat praktisch noch mal einen neutralen Ort gehabt, wo man über bestimmte Fragen sprechen konnte. Es gibt zum Beispiel eine sehr spannende Diskussion, die Ukraine ist, als sie sich mal von den russischen Gaspreisen zum Beispiel falsch behandelt fühlte. Ist sie dann zu einem solchen internationalen Schiedsgericht gegangen und hat gesagt, klärt das mal, weil man natürlich nicht unmittelbar davon ausgehen konnte, dass man in Russland gleich Recht kriegt für diese Frage. Und so gibt es viele, viele Fälle. Es gibt selbst innerhalb der Europäischen Union, wird dann oft gesagt, ja, aber innerhalb der Europäischen Union ist doch alles gut. Ich kenne Solarunternehmen, die sind in Spanien dann auch getroffen worden von einer rückwirkenden Absenkung der Fördersätze. Und haben dann versucht, vor einem internationalen Schiedsgericht Recht zu bekommen, ob man dann rückwirkend einfach Fördersätze zurücknehmen kann, was ja natürlich die gesamte wirtschaftliche Planbarkeit über den Haufen wirft. So, und solche Fälle gibt es immer und immer wieder und deshalb haben sich solche Gerichte eigentlich bewährt. Jetzt aber will man trotzdem zu einem modernen, transparenten, rechtsstaatlichen Verfahren kommen. Schon die Vorschriften im Handelsabkommen mit Kanada sind sehr viel moderner und transparenter, als wir das jemals hatten in den Investitionsschutzverfahren. Und die Diskussion ist interessanterweise in dem Moment aufgetreten, wo die Investitionsschutzfragen nicht mehr bilateral zwischen den Ländern verhandelt werden, sondern mit dem Lissabon-Vertrag Teil der europäischen Verträge geworden sind. Und jetzt kümmert sich Europa drum. Und daraus ist jetzt eine europaweite Diskussion entstanden. Jetzt hat die Kommission einen interessanten Vorschlag gemacht, auch über die Bildung eines internationalen Schiedsgerichtshofs, der als erstes mal bilateral zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa funktionieren könnte, über transparente Benennung von Richtern und vielem anderen mehr. Wir begrüßen diesen Vorschlag ausdrücklich und werden ihn in die Verhandlungen einbringen.
Und neben den vielen Vorteilen, auf die wir verweisen können, ist es, glaube ich, auch wichtig, deutlich zu machen, was alles nicht vereinbart werden soll. Die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft wird weder Vorgaben zur Förderung von Kultur und Medien treffen, noch die deutsche Buchpreisbindung berühren. Sie wird auch nicht die bestehenden Strukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge beeinträchtigen. Dazu gibt es eine gemeinsame Erklärung von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird die hohen Standards, ich sagte es schon, des Arbeitnehmerschutzes in Deutschland nicht schwächen. Lebensstandards, Lebensmittelstandards werden nicht abgesenkt, weder bei der Einfuhr von den ja, viel besprochenen Chlorhühnchen, von Hormonfleisch und genetisch veränderten Organismen. Ich glaube, der Teil hat sich inzwischen rumgesprochen, aber es schadet nichts, ihn nochmal zu wiederholen. Wir wollen vielmehr am Ende der Verhandlungen ein gutes, faires und gleichzeitiges auch ehrgeiziges Abkommen erreichen, das viele Gewinner hat. Und dazu werden große und kleine Unternehmen zählen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen sind natürlich auf den Abbau von Zöllen und Doppelregulierungen angewiesen, wenn es überhaupt darum geht, Eingang in einen hochdynamischen, wachsenden Markt in Amerika zu bekommen. Die Verbraucher sollen auch Gewinner werden, denn sie werden von einem guten Freihandelsabkommen durch niedrigere Preise und eine breitere Produktpalette profitieren. Und so haben zum Beispiel unter dem Dach des Transatlantischen Wirtschaftsrates gibt es bereits eine Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung von ökologisch produzierten Lebensmitteln. Den Handel mit Bioprodukten hat dies bei gleicher Qualität der Produkte erheblich erleichtert. Wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, mit welcher Dynamik andere Länder und Regionen den Abbau von Handelshemmnissen vorantreiben. Ich erinnere hier nochmal an die transpazifische Partnerschaft oder die vielen Initiativen im asiatischen Raum. Dort ist es zum Beispiel so, China hat mit Indonesien ein solches Abkommen abgeschlossen und viele andere untereinander. Und für Europa und die USA ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht hinten an sind und die allerletzten sind, sondern dass wir in diesem Geleitzug mit vorne dabei sind. Ich will auch daran erinnern, die Europäische Union verhandelt parallel zu dem Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika seit langem ein Freihandelsabkommen mit Indien. Wir sind mit Japan im Gespräch und andere beklagen sich, dass wir überhaupt die Verhandlungen noch nicht aufgenommen haben. Das heißt, es ist bei weitem nicht das einzige Freihandelsabkommen, was wir verhandeln. Wir teilen mit den USA im Übrigen auch die Überzeugung, dass wir auf die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vor allen Dingen auch multilateral antworten müssen. Wir werden uns deshalb mit Nachdruck, auch wenn es nun schon sehr lange dauert, für den Abschluss der Doha-Runde einsetzen. Neben den Unternehmen, den Verbrauchern und den Beschäftigten werden aber nicht zuletzt auch die transatlantischen Beziehungen insgesamt von einem transatlantischen Freihandelsabkommen neuen Schwung bekommen. Auch davon bin ich überzeugt. Die enge transatlantische Partnerschaft beruht nicht nur auf dem Fleiß, der Innovationskraft, der Leistungsbereitschaft unserer Bevölkerung, sondern eben auch auf unseren gemeinsamen Werten. Und bei allen Differenzen, die es selbstverständlich auch in Zukunft zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und uns diesseits und jenseits des Atlantiks immer wieder geben wird, sollten wir nie vergessen, dass sich Europa und die Vereinigten Staaten füreinander jeweils keinen besseren Partner wünschen können. Die transatlantischen Beziehungen sind für uns in vielen Bereichen von existenzieller Bedeutung, von überragender Bedeutung. Das gilt natürlich vor allen Dingen auch für die Bewältigung von vielen aktuellen Krisen, vorneweg im Nahen und Mittleren Osten, die uns gegenwärtig in Atem halten und die in diesen Wochen in Europa mit den vielen, vielen Menschen, die zu uns kommen, natürlich für uns alle auch ganz besonders spürbar werden. Und wir haben es noch nicht geschafft, zum Beispiel den Konflikt in Syrien zu lösen. Aber zu glauben, Europa könnte das alleine, ohne die Mithilfe der Vereinigten Staaten von Amerika, erscheint mir auch noch nicht ganz realistisch. Und wir wissen, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Amerika, Europa und viele weitere Partner, denken wir zum Beispiel an Australien, sind bereit und in der Lage, vielen der Menschen, die einen berechtigten Asylgrund haben, bei sich Schutz zu gewähren. Doch wir teilen auch die gemeinsame Überzeugung, dass das bestenfalls akute Nothilfe sein kann und dass höchste Priorität vielmehr die Bekämpfung der Fluchtursachen haben muss. Die faire Verteilung von Flüchtlingen, der bessere Schutz der Außengrenzen Europas,
die direkte Hilfe vor Ort, also in den Flüchtlingslagern in der Türkei, dem Libanon und Jordanien, wie auch die Bekämpfung der Fluchtursachen, wird auch die Beratung der europäischen Innenminister und der Staats- und Regierungschefs morgen und übermorgen bestimmen. Diese Beratungen werden wichtig sein, aber mit ihnen wird das Problem, das wir haben, gewiss noch nicht zur Seite gelegt werden. Eine Lösung gleichsam über Nacht kann und wird es nicht geben. Stattdessen werden viele weitere Räte und Beratungen folgen. Wir werden Geduld und einen langen Atem brauchen. Und am allerwichtigsten, wir werden gerade auch als Europäer Haltung zeigen müssen. Dazu gehört es, dass zum Beispiel aus meiner Sicht jeder Mühe wert ist, alles zu unternehmen, um zwischen den 28 Mitgliedstaaten im Konsens statt mit qualifizierter Mehrheit über wichtige Fragen wie die Verteilung von Flüchtlingen entscheiden zu können. Die jüngere Geschichte Europas hat uns immer wieder gezeigt, dass uns allen genau diese Bemühungen um Konsens manchmal sehr, sehr viel abverlangen. Aber dass es dennoch einen sehr, sehr großen Wert hat, genau diesen Weg immer wieder zu versuchen. Darauf jedenfalls wird Deutschland in dieser Woche seine Anstrengungen richten. Meine Damen und Herren, beim G7-Gipfel in Elmau haben wir mit unseren amerikanischen Partnern vereinbart, die Arbeit an allen Themen der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft umgehend zu beschleunigen. Unser Ziel ist es, dass wir uns möglichst bis Ende des Jahres auf die Grundzüge des Abkommens einigen. Wir werden noch hart arbeiten müssen, um das zu erreichen, aber wir sollten wirklich keine Zeit verschwenden. Wir müssen die Verhandlungen beschleunigen. Es ist im Übrigen in unserem Interesse, mindestens so viel wie im amerikanischen Interesse. Manchmal hat man ja den Eindruck, wir tun den Vereinigten Staaten von Amerika einen Gefallen. Ich sage ausdrücklich, es ist in unserem Interesse, dass wir hier konstruktiv verhandeln, sehr detailliert, aber auch mit Blick auf die großen Chancen, die diese Handels- und Investitionspartnerschaft bietet. Ich möchte mich bedanken bei allen in der Fraktion, die sich mit diesem Thema beschäftigen und die genau in diesem Geist die Verhandlungen, die Gespräche, heute auch die Diskussionen führen. Ich bin ganz fest überzeugt, die Chancen überwiegen bei weitem die Risiken. Es lohnt sich, intensiv zu diskutieren. Man muss überhaupt keine Sorge haben, dass wir irgendetwas nicht begründen könnten. Ich habe bis jetzt auf jedes Problem für mich persönlich eine Antwort gefunden und werde auch, wenn ich sie nicht sofort finde, so viel nachfragen, dass ich sie finde. Aber wenn man dann überzeugt begründen kann, dann sollte man auch sich für diese Sache einsetzen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihr Kommen, herzlichen Dank für Ihr Zuhören und herzlichen Dank für die Einladung an die Fraktion. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite aus, sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Frau Merkel, dass Sie hier ein klares Bekenntnis abgegeben haben zur transatlantischen Zusammenarbeit, auch zu den Chancen, die der Freihandel bietet und gerade für uns in Deutschland und Europa geradezu lebensnotwendig ist und auch deutlich gemacht haben, welcher Geist dahinter steckt. Ich darf auch allen danken, die heute hier mitgewirkt haben, am Podium mit Beiträgen, darf allen danken, die heute hierher gekommen sind. Und es ist auch ein Bekenntnis, ich glaube, so voll war der Saal selten bei Veranstaltungen, die wir als Fraktion in den letzten Jahren hatten. Und es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass es mehrere Ebenen gibt. Wir haben heute hier mehr die sachlich-rationale Ebene adressiert. Die Zollfragen, Standardfragen, andere Dinge mehr, die es zu regeln gibt, die Schiedsgerichte und alles praktische Fragen, die in so einem Handelsabkommen zu lösen sind. Und das sagen wir ganz klar, das Bessere ist der Feind des Guten. Und wenn wir dort Regelungen finden, die besser sind als die, die wir bisher hatten in Freihandelsabkommen, sei es die wir als Deutsche abgeschlossen haben, sei es die wir als Europäische abgeschlossen haben, als Europäische Union, dann machen wir dieses. Und insofern sind wir dort in einem laufenden Prozess und ich glaube, wie es die Bundeskanzlerin gerade gesagt hat, auf alle sachlichen Fragen gibt es dort auch sachliche Antworten. Wir haben aber leider nicht nur diese sachlich-rationale Ebene, sondern wir haben auch eine
ich nenne sie mal emotionale, irrationale Ebene. Herr Schlegelmilch hat vorher davon gesprochen, das mag ein Paradoxon sein, aber es ist Realität. Und diese Realität begegnet uns tagtäglich. Ich war oder bin relativ viel in Sachen TTIP unterwegs. Ich war jetzt am Freitag zuletzt in Ulm. Also was da alles an Ängsten, an Befürchtungen emotional auf TTIP projiziert wurde, TTIP ist für alles verantwortlich. Für den Verlust der Menschenrechte, die Demokratie wird geschadet, der Tierschutz, die Kinder in der dritten Welt, die Landwirtschaft im Allgemeinen und die Biolandwirtschaft im Besonderen. Paralleljustiz, es gibt nichts, für das TTIP nicht verantwortlich gemacht wird und es kumuliert dann irgendwo in einer grundlegenden Kritik der Globalisierung und auch der Marktwirtschaft. Und dem ist schwer, mit sachlichen Argumenten zu begegnen. Trotzdem müssen wir dies tun, aber auch auf diese emotionale Herausforderung auch Antworten finden und auch deutlich machen, was es bedeutet für uns in Deutschland und in Europa, für unser Wachstum, für unsere Zukunft. Und da hat es eben eine wirtschaftspolitische Dimension, die haben wir, glaube ich, heute ausreichend beleuchtet, dass es zwingend notwendig ist, für eine vertiefende Globalisierung Regeln zu finden und unsere Standards dort umzusetzen. Insofern ist, glaube ich, die wirtschaftspolitische Dimension allen klar. Es gibt aber auch, und es ist auch erwähnt worden, die politische Dimension. Die außen- und europapolitische Dimension, dass Europa willens ist, im 21. Jahrhundert auch mitzugestalten, Standards zu entwickeln, die sich dann vielleicht zum Weltstandard entwickeln über WTO oder andere mehr. Ich glaube, das muss unser Ziel sein und da müssen wir auch willens sein. Und ich sage auch, und das sage ich jetzt vor allem auch hier als CDU-CSU-Vertreter, es hat auch eine innenpolitische Dimension. Und wir müssen dafür sorgen als CDU-CSU, so wie wir in der Vergangenheit bei anderen Fragen, wichtigen Weichenstellungen in Deutschland dafür gesorgt haben, dass diejenigen in Deutschland die Oberhand behalten, die gestalten wollen, die positiv in die Zukunft gehen und die nicht heute sich zurücklehnen und sagen, wir haben schon alles, wir sind satt, wir wollen keine weiteren Regeln haben. Und deshalb kommt es entscheidend auf uns als CDU-CSU an, so wie in der Vergangenheit in vielen anderen Fragen auch. Vergleiche hinken ja bekanntlich, aber auch gegen den NATO-Doppelbeschluss haben Millionen demonstriert. Aber ohne NATO-Doppelbeschluss würden wir heute nicht in diesem Saal hier im Reichstag im wiedervereinigten Deutschland sitzen und schon gar nicht mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sonst so nicht möglich gewesen wäre. Und das, glaube ich, ist schon auch die Frage, wird die Globalisierung so gestaltet, dass sie Regeln hat und dass wir die Regeln mitsetzen oder findet die ohne uns statt? Und ich glaube, sie soll nicht ohne uns stattfinden und wir als CDU-CSU werden alles tun, damit wir hier mit dabei sind und nicht, wie vorher erwähnt wurde, am Wegesrand oder am Spielfeldrand stehen, sondern wir wollen mitspielen und gestalten und ich hoffe, da geht heute ein deutliches Zeichen dafür, hier aus Berlin aus. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihr Kommen und lassen Sie uns in diesem Sinne jetzt in den nächsten Wochen und Monaten für dieses wichtige Werk gemeinsam eintreten. Vielen Dank.